Zack, und da sind wir. Hallo mit O, liebe Nördlinge. Es ist Mittwoch, es ist 18 Uhr. Ist schon 18? Ja, es ist 18 Uhr. Ich habe nochmal auf die Uhr geschaut eben. Das heißt, SheNerd ist am Start. Und heute habe ich den lieben Andreas Wolf als Gast bei mir. Den kennt ihr vielleicht schon. Und Andreas erzählt euch mal, woher. Hallo, erstmal danke für die Einladung, bevor Sehr ich gerne. die Leute damit nerve, wer ich bin. Andreas, mein Name, ich bin Teil von Dein Anti-Held, ein Blog, ein Online-Blog, wo wir Comic-Rezensionen schreiben. Wir, das sind Mathis, Daniel und ich. Und ich bin Teil von Pau, ein Comic-Podcast, wie der Name schon sagt, ein Podcast, den ich zusammen mit Emo und Mathis mache, wo der Daniel mittlerweile auch mal dazu guckt, dazu kommt, vor allen Dingen, wenn es um die Turtles geht. Ja, und wenn man mich in der Comic-Bubble kennt, dann wahrscheinlich daher. Wahrscheinlich aber wenige, die hier zugucken, denn auf YouTube bin ich so gar nicht unterwegs. Ja, aber ich meine, zumindest hat man dann deine Stimme schon mal gehört. Das Ja, das stimmt. Die könnte einem bekannt vorkommen, wenn man den Podcast hört, ja. Sonst, wenn ihr das hier ohne Bild vielleicht schaut, nachher hinterher die Aufzeichnung, dann kommt euch das dann doch bekannt vor. Ja, Wenn macht einfach die ihr den Augen Adresse hört. zu. Genau. Und Dann geht das schon. dann fehlt, dann habt ihr wieder nur den Avatar vor Augen, den ich ins Thumbnail gebaut habe. Wo Andreas dann noch ganz unbärtig ist. Ich sehe, Ja. es sind schon Leute im Chat. Achso, da wirst du dich leider auch dran gewöhnen müssen, dass der Chat inzwischen sehr rege ist irgendwie und viel mitmacht und auch mal Fragen stellt. Da werden wir dann auch zwischendurch immer mal drauf eingehen müssen, weil teilweise eskaliert das da ziemlich, dass da recht viel los ist. Ist Aber so. ich guck mal, wer schon da ist. Mr. Riley Sir ist da, guten Abend. The Dark BT, hast du dich jetzt umbenannt? Warst nicht sonst immer The Dark BJ? Alexis Xiros ist da und Omniman, Hallöchen, gerade noch reingesprungen, bevor ich mit der Liste durch war. Also ein paar Leute sind schon im Chat, das wird aber sicherlich auch gleich noch mehr. Sieben Zuschauer haben wir jetzt gerade. Ach, guck mal, Bockwurst, Terror ist auch da. Ja, gut. Ihr habt hoffentlich alle die Vorstellung schon mitbekommen. Ja, ich hab den Andreas habe ich eingeladen, weil ich sehr neugierig bin. Er hat nämlich vor einiger Zeit hat er eine Comicsammlung erhalten, sag ich mal. Und da würde ich gerne mal mit dir drüber reden. Das war ja, glaube ich, ein ziemlich Riesending, ne, was du da bekommen hast. Da waren ziemlich viele Comics dabei. Ja, etwa 3000 waren es, glaube ich, die ich da bekommen habe, ja. Hefte Erzähl und doch mal was Paperback. dazu. Wie ist es dazu gekommen? Der Kollege Stefan Servos, den man vielleicht vom Comic Talk kennt, hat mich kontaktiert. Und Stefan hat mir eine Liste mit Comics geschickt und sagte, hier, guck mal, was hältst du davon? Das ist eine Sammlung. Und habe ich auch so durchgeguckt, habe gesehen, hey, alles von Ultimates ist dabei, Spider-Man, die frühen bis Mitte 2000er, X-Men, ganz viel Spawn. Und haben zurückgeschrieben, ey, wenn du die kriegen kannst, dann reißt dir die unter den Nagel. So, da ist ganz viel cooles Zeug dabei, das man, glaube ich, lesen möchte. Gerade so Superheldenkram. Und mach das mal. Und dann kam erstmal nichts. Und dann kam irgendwann, ja, eine Freundin von mir möchte ganz gerne loswerden. Aber ich habe nicht an mich gedacht, ich habe an dich gedacht. Und die will auch nichts dafür haben. Kannst du dir abholen? Und das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin 3 Stunden hingefahren, habe die Comicsammlung eingesammelt, und bin 3 Stunden wieder nach Hause gefahren. Und zack, war sie meins. Das mit dem, die möchte nichts dafür haben, habe ich dann ein bisschen aufgeweicht. Sie durfte sich da was Lokales raussuchen. Da habe ich dann ein paar Euros hingespendet. Natürlich viel weniger, als diese Comicsammlung wert gewesen wäre. Aber so viele Comics für gar keinen Gegenwert entgegenzunehmen, schien mir dann doch falsch. Und seitdem musste ich anbauen, und habe gelernt, was es bedeutet, Hefte einzutüten und zu borden. Das, Bei 3000 Stück ist schon einiges. Da hält man sich ein bisschen dran auf. Ne? Bist du dann extra mit dem Transporter hingefahren oder passte das alles irgendwie ins Auto? Weil ich meine, 3000 Hefte und Paperbacks ist ja schon eine Menge. Ne? Also, das ist ja Ja, eine simple nee, Dinge. ich bin mit meiner Karre gefahren. Das ging schon. Vor allen Dingen war dadurch, dass es halt viele Hefte sind und jedes Heft natürlich einzeln zählt. Das sind etwa 12 Shortboxen.
die ich dann gefüllt habe und wirklich ein paar Paperbacks, also das meiste waren wirklich Hefte. Alle Leute, die mich kannten, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Dann ist so, du Hefte? So, ich bin kein großer Freund von Heften. Das habe ich auch immer so gesagt. Ich habe nie freiwillig welche gekauft, bis auf eine Ausnahme. Und ja, und jetzt bin ich Heftbesitzer und besitze sowas wie Shortboxen, wo ich erstmal rausfinden musste, was ist das? Brauche ich das? Will ich das? Und welche will ich da überhaupt haben? Und der Prozess hält noch an. Also, ich habe die Comics vor fast 2 Jahren geholt. Und ich habe jetzt, glaube ich, eine sehr gute Lösung für mich gefunden, wie ich die auch lagere, ohne dass die da in dem Raum rumstehen und alles irgendwie hummelig aussieht. Ja. Ja, Shortboxen ist schon nicht so leicht. Ich tue mich mit meinen auch noch ein bisschen schwer, wo ich die hinstelle. Ich habe da auch noch nicht so die richtige Lösung gefunden. Die richtige Lösung wäre wahrscheinlich größere Wohnung, wo ich dann nochmal irgendwie Platz für ein paar Schwerlastregale habe, wo ich die irgendwie reinpacken kann. Aber so bin ich da noch nicht sehr glücklich damit. Und da es mehr Hefte werden, bin ich da noch ganz unsicher, was ich da jetzt noch mitmache. Wie Also, hast du sie jetzt gelagert? noch sind die in den Shortboxen. Ich habe jetzt einen Pax IKEA-Schrank unten stehen. 50 cm breit, da passen die Schubladen von denen rein. Und da passen sehr gut zwei Hefte nebeneinander hochkant rein. Ich hoffe, dass ich die dann wirklich so, in meiner Vorstellung ist das so, dass ich dann überall zweireihig stellen kann. Da passen vier von diesen Schubladen rein. Ist, glaube ich, 60 tief, also auch tiefer als eine Shortbox. Und dass ich die dann da sehr gut so reinstellen kann, dass man die auch gut durchblättern kann. Ich schicke dir mal Bilder, wenn ich fertig bin. Ja, Übermorgen, bitte, übermorgen bitte. sollen die Schubladen kommen. Okay. Mal gucken. Ich kenne mich. Wahrscheinlich werde ich über die Feiertage aufbauen und dann mal schauen, wie es aussieht. Ja. Ja, viel Spaß. Ich habe auch erst gerade wieder ein Regal aufgebaut, ein Kallax. Also das war nicht lustig. Aber es ist doch erstaunlich, wie gut man das irgendwann kann. Also Billis kann ich ohne Anleitung mittlerweile Ja, aufbauen. Billy, Billy, also das ist ja in 5 Minuten gemacht. Ne? Also Ja. ich muss nur immer aufpassen, wann ich es mache, ne? Weil man ja hinten dann noch die Nägel in die Rückwand klopfen muss. Aber das Ja, geht dann ja. abends so schlecht. Ne? Und ich habe tatsächlich jetzt die Tage hatte ich ja noch einen Billy und einen Kallax gekauft, weil ich einen Billy ersetzen musste, weil mir das weggeschimmelt ist. Ich habe da leider hinten in der Ecke, wo ein paar Regale stehen, habe ich da halt so ein kleines Problem immer im Winter und das bin da sehr, sehr im Clinch mit dem Vermieter und hätte das gerne mal gelöst. Und deswegen habe ich jetzt für die Ecke auch einen Kallax geholt, weil das halt keine Rückwand hat. Ne? Dann hast du eine bessere Luftzirkulation und da sollte dann eigentlich nichts mit passieren. Und also das Ding aufzubauen, das war halt leider auch schon spät, als ich da noch dran war. Ne? Ja, ich Und da verstehe. konnte ich da auch nicht so vorhauen und alles. Ne? Und da diese ganzen Holzpinchen da reinzudrücken, das war schon Stress pur. Da war ich auch fertig hinterher. Aber glücklich. Genug körperliche Arbeit für Ja. heute. Ich habe ein Regal aufgebaut. Ja. Genau. Und weil ich zu dem Kallax gekommen bin, da hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Comic Inn kennst, Nico? Der macht das ja auch mit Kallax, ne? Dass der seine Hefte da in die Ah, okay. einzelnen Fächer stellt. Ne? Die sind auch gebaggt und gebordet und er hat die dann auch zweireihig da schön drinstehen. Okay, ich meine, schön sieht es dann halt jetzt nicht aus, Hefte so irgendwie im Regal zu haben, ne? Meiner Meinung nach, weil du halt. Du siehst ja nicht, was ist das jetzt gerade, ne, wenn du es nicht weißt, was du da drin stehen hast. Deswegen, also würde ich gerne halt wirklich irgendwie Regale haben, wo ich dann die Shortboxen irgendwie so nebeneinander reinstellen kann. Weißt du, wo ich so 3 Stück in eine Reihe kriege oder sowas, was dann auch hält. Und damit ich dann auch mal weiß, was ich da so gerade drin habe. Dann sehe ich zwar auch nicht unbedingt, was drin ist, aber da kann man dann zumindest noch einen Aufkleber drauf machen oder so. Ne? Oder eine Shortbox dann entsprechend mit dem Helden, der da drin ist, dann auch bekleben oder irgendwelche Geschichten. Ja, es gibt da ja schon online coole Lösungen, wenn man danach so ein bisschen googelt, was ich dann gemacht habe, wo dann Leute irgendwie selber Sachen gebaut haben. Ich war dann auch kurz davor. Und dann vorne irgendwie eine Plexiglasscheibe rein und dann kannst du irgendwie das erste Heft ganz, holst dir ein zweites Mal und packst sie vorne rein. Dann weißt du irgendwie, was da beginnt. Aber es ist halt ganz schön viel Aufwand, nur für so ein Regal und ganz, auch ganz schön teuer. Ich hoffe jetzt, dass die Pax-Lösung mich glücklich macht. Ich sag mal, würde ich hier nicht, also ich wohne hier nicht alleine, das heißt, ein ästhetischer Faktor ist wichtig bei den Entscheidungen, die ich da treffe. Sonst kommt ein Veto.
Und da ist so ein Pax mit einer Tür ist da, glaube ich, sehr safe. So. Ja, wenn man es dann nicht sehen kann. Ich habe ja so einen Pax-Kleiderschrank auch, ne? Wenn er dann wirklich nur so ein. Wenn er, du hast jetzt einen mit einer Tür nur. Also Ja, ein genau, Element quasi, ja. weil dann passen genau diese Schubladen da rein. Ja, ach so. Ja, aber da kommt doch, gibt's doch, glaube ich, auch so einen Kasten drumherum, weil ich habe auch so Schubladen drin. Und die Schubladen habe ich in dem großen Teil, also in dem doppelten quasi. Okay. Und da ist halt noch mal so ein Kasten irgendwie, wo die dann reingeschraubt werden. Ich weiß nicht, ob man das dann von beiden Seiten auch machen könnte. Weil das fände ich nämlich. Ich habe schon oft überlegt, wenn ich jetzt nicht drei Türen hätte, dann hätte ich mir den, glaube ich, blau angemalt und dann so eine TARDIS draus gemacht. Weil mit den Türen passt das eigentlich total gut. Weil die halt auch so diese Fachform haben irgendwie. Das fand ich ganz cool. Das wäre, glaube ich, auch noch ein spaßiges Ding. Aber da weiß ich ja nicht, ob du dann ein Veto kriegst, wenn Nee, du da sowas nicht dann zwingend. veranstaltest. Nee, ich glaube, alles ist besser, als wenn man nur Pappe oder die Seite von Heften sieht. Also, Ja. man muss ja gucken, wo man anfängt zu verhandeln, ne? Immer ein bisschen entgegenkommen, damit da und gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Ja. Alles bedacht, Schatz, alles ich hier, das passt. Guck mal, blau. Ja, sehr schön. Aber da bin ich mal gespannt. Dann schick gerne mal Fotos, wenn du Mache da ich. mit fertig bist. Mach dir aber keinen Stress, ne? Jetzt noch vor den Feiertagen. Also, ich warte mit dem Billy, bis ich das noch aufbaue. Das mache ich auch irgendwann zwischen den Feiertagen oder im neuen Jahr. Da habe ich jetzt noch keine Lust. Ja, Da ne, hat ich man werde es auch Spaß. dann machen, wenn ich wirklich Zeit dafür habe. Jetzt bald sind erstmal Feiertage, Familienzeit und dann gucken wir mal weiter. Genau. Aber ich will es ja auch fertig haben. Ja, natürlich, will man immer gleich, ne? Aber muss man sich entscheiden. Ja. Ich gucke noch mal gerade in den Chat. Kane ist auch da. Hallöchen, Teufelskerl Comics. Hallo. Hast du den Asterix jetzt schon gelesen? Der Teufelskerl hat nämlich bei mir bei dem Asterix-Gewinnspiel die weiße Iris Ah. gewonnen und das Paketchen von Egmont. Also ist auch schon angekommen. Mr. Riley, Sir, hatten wir schon. Sorry. Martin R. ist da. Hallöchen. Und dann steht im Chat, ich habe schon mal über den Lagerraum nachgedacht. Irgendwann, wenn ich sehe, wie viel in 8 Jahren, wie viel sich in 8 Jahren angesammelt hat, ohne große Ausbrüche. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der Brown, der mehr im Manga-Bereich tätig ist, der hat sich jetzt auch gerade so einen Lagerraum irgendwie gemietet und lagert gerade eine Menge Manga aus irgendwie dahin. Ich habe da auch schon mal überlegt, ne? Aber das habe ich dann einfach aufgrund der Kosten, das habe ich verworfen. Also da, Nee, das. also wir haben vor 2 Jahren ein Haus gekauft, was ich jetzt an Platz habe, habe ich. Ich glaube, wenn ich jetzt noch ankomme und sage, ich möchte einen Lagerraum mieten, dann sollte ich mich auch selbst irgendwann hinterfragen. Also, So ein Winterhäuschen hinten noch dann. ja, das vielleicht schon eher. Das könnte ich mir auch schon eher vorstellen. Ich bin noch dabei, vielleicht einen Kellerraum ausbauen. Naja, mal schauen. Keller, Aber. Keller ist, sehe ich immer so ein bisschen kritisch, ne? Weil das musst du dann halt auch entsprechend trocken und die richtige Temperatur halten. Das ist, glaube ich, immer relativ schwierig im Ja, Keller. das müsste ich dann vorher mal gucken, also mal irgendwie über ein halbes Jahr oder so tracken, wie da so die Luftfeuchtigkeit und so ist. Wäre nicht das Weil, größte Thema. wenn ich dann immer so auf Flohmärkten oder so Börsen dann den Kellermuff dann schön rieche, wenn die gebrauchten Sachen da stehen, so die alten, so Condor und Williams und sowas, das ist nicht nett. Naja, die Frage ist ja, ich würde es ja auch so platzieren, dass es die ganze Zeit umlüftet ist, und nicht irgendwie auf einem Stapel in der Ecke und dann Tuch drüber und mal 20 Jahre nicht reingucken. Aber wie ist das denn bei dir, wenn du über Platz denkst? Sortierst du manchmal auch aus und verkaufst wieder oder? Ich habe es jetzt zuletzt mal gemacht, dass ich mal so ein paar Sachen wirklich rausgetan habe. Es ist aber nicht viel. Ne? Ich habe in erster Linie verkaufe ich dann eventuell mal, wenn ich Sachen ersetzt habe. Ne? Wenn ich dann den Deluxe-Band gekauft habe, was ich aber auch super selten mache, dass ich Sachen ersetze, wenn da jetzt nicht irgendwie was Besonderes dran ist, ne? Dass da noch mal irgendwie ein paar Hefte mehr drin sind oder unveröffentlichte Sachen, ne? Jetzt zum Beispiel der Devil Omnibus von Charles Soule, ne?
Da konnte ich dann halt die Sachen, die ich vorher als Paperback hatte, verkaufen, weil da ja auch Geschichten drin waren, die in Deutschland noch gar nicht rausgekommen waren. Oder eben die Batman Graphic Novel Collection, die ich gerne verkaufen möchte seit über einem Jahr oder so inzwischen, die aber kein Mensch haben will, einfach, weil ich da jetzt einfach die ganzen Hefte und Paperbacks aus der New 52 irgendwie auch habe, die da hauptsächlich drin waren und auch vorhergehende Sachen. Dann schon mal ja, aber ansonsten bin ich leider so ein kleiner Horter, was Comics angeht, ne? Dass ich die dann absolut nicht wieder losgebe. Weil das ist, glaube ich, so der Fehler, oder den ich zumindest, aber wahrscheinlich kennen es auch andere, früher einfach gemacht habe, dass ich dann meine Comics irgendwie abgegeben, weggeworfen oder sonst irgendwie was habe. Das bereut man dann ja doch, wenn man dann so richtig wieder ins Sammeln einsteigt. Ja, verstehe ich, glaube ich. Also ich bin da ein bisschen freigebiger. Ich sortiere regelmäßig aus, und behalte eigentlich die Bücher, wo ich weiß, ich möchte die nochmal lesen. So, die sind mir aus irgendwelchen Gründen wichtig. Oder tatsächlich, was ein großer Faktor ist, das sind Bücher, die ich vielleicht mal verleihen möchte. Wo ich irgendwie weiß, ich kenne Leute, die... Ja, ich hab da gar keinen Stress mit. Für mich sind die Bücher zum Lesen. So. Okay. Ich habe halt viele Kumpels, den ich dann damit irgendwie nochmal anstecken kann oder wo ich dann weiß, das wird denen gefallen. Bis auf die Sammlung, ehrlicherweise, die ich übernommen habe, die werde ich nicht auseinanderreißen. Also davon werde ich auch nichts verkaufen. Das wurde mir nicht verkauft, das werde ich nicht verkaufen. Ja, verleihen. Also, huch. Ich sehe auch schon hier Reaktionen im Chat, die da ganz entsetzt sind. Omni-Man ist völlig entsetzt, so wie es aussieht mit dem Smiley dahinter. Und mit dem soll man sich wirklich nicht anlegen, wie ich gelesen habe. Das ist tatsächlich für mich auch eine Sache, die. Vielleicht habe ich zu viele schlechte Erfahrungen gemacht, wie. Der Kumpel, dem ich mal einen Film ausgeliehen habe, der damit den ganzen Sommer im Auto hinten auf der Hutablage rumgefahren ist, wo dann, es war noch eine Videokassette, die dann hinterher so war, ne? So eine Special Edition mit Wackelbild vorne drauf, habe ich natürlich auch nie ersetzt bekommen und war auch nicht mehr zu haben. Ja, das hat mich, glaube ich, ein bisschen, ja, wie heißt dann, gebranntes Kind scheut das Feuer, ne? Deswegen, ich verleihe nichts. Ja, ne, da bin ich sehr freigebig. Also wer mich besuchen kann und sagt, ah, das sieht aber interessant aus, dem drücke ich das in die Hand und sage, gib mir nächstes Mal wieder. Ja. Ja gut, Aber also ich habe ja bei auch mir lesen. nichts wirklich Wertvolles, würde ich Aha. behaupten. So. Ja, bei mir lesen fände ich noch okay, aber dann wirklich mitgeben, schwierig. Gibt es wenige ausgewählte Leute, bei denen ich weiß, dass das. Ne? Ich sage dann immer, also ich sage nicht, behandelt so, als wäre es dein eigenes. Ich sage immer, behandelt so, als wäre es meins. Da muss man dann immer noch ein bisschen vorsichtiger Sehr schön, sein. sehr schön. Ja. Ah, direkt die erste Kontroverse ausgelöst. Gut. Ja, gleich. Ich guck mal, ob hier noch ein bisschen mehr Schwung in den Chat gekommen ist. Mr. Riley Sir hat Kallax gerettet nach dem Wasserschaden hinterm Comicregal. Sonst wäre es vielleicht unbemerkt geblieben. Ja, ich hab's bei meinem Billy habe ich es auch dadurch gesehen, dass an der Rückwand innen schon irgendwie so Bläschen aufgetaucht sind. Zum Glück standen da an der Stelle keine Comics, sonst wäre das auch ein bisschen übel ausgegangen. Das wäre ja unschön gewesen, aber das Billy kriege ich zum Glück auch ersetzt. Also von daher, der kommt vor. Teufelskerl hat den Asterix noch nicht gelesen. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht, wie man so schön sagt. Ne? Ja, so. Hat noch ein paar andere Baustellen, aber vielleicht snackt er den im Weihnachtsurlaub durch. Ja, gönn dir das mal. Ist zwar kein Weihnachtscomic, aber das passt schon. So, Kane schreibt, wenn es bei ihm hier solche Lagerräume gäbe, was? Wenn es da Lagerräume gäbe, würde er sich sofort einen mieten. Für die Garagen hier muss man ein Auto nachweisen, sonst hätte ich so eine gemietet. Ja, Garagen sind halt nicht immer so dicht, ne? Die sind ja, du hast ja halt immer einen riesen Spalt unten am Tor und das ist halt alles nicht so wirklich zu. Also so was Klima angeht, sind Garagen, glaube ich, nicht so cool. Das wird da schnell feucht drinne.
Also da würde ich auch nervös werden, glaube ich. Ja. Also bei einer Garage. Ich verleihe zwar, aber ich möchte nicht, dass sie kaputt gehen. Also. Also nicht draußen im Regen irgendwie unter einer Plane. Ja, weil so Lagerräume, die haben ja halt den Vorteil, dass das sind Hallen, wo dann halt so einzelne Abteile Genau. irgendwie drin sind, die dann auch wirklich zu sind und da ist auf jeden Fall trocken. Also das wäre, puh, also eine Garage, nee, also nicht wirklich. Da würde ich nur Sachen drin lagern, mit denen nichts pa passieren kann und ein Comic zählt da jetzt nicht unbedingt dazu. So, Martin R. schreibt, ich überlege langsam auch, dass Comics, die ich schlussendlich nur lager, eigentlich auch weg können. Ja, das ist bei mir so halt die Frage, dass ich es haben möchte, ne? Also deswegen versuche ich jetzt eigentlich erstmal weniger zu kaufen, um erstmal die Sachen auch zu lesen, die ich noch habe, weil das ist, da sammelt sich ja auch einiges. Wie ist Und denn bei dir so das der, funktioniert, ja. wie ist denn bei dir so der Stand? Wie viel von den 3000 hast du denn schon so gelesen? Drücken wir es lieber nicht prozentual aus, weil dann ist es deprimierend. Wenn du jetzt eine vierstellige Zahl nennst, ist es nicht weniger deprimierend. kompletten Ultimate X-Men Run habe ich schon gelesen. Kompletten Ultimate Spider-Man sind wir derzeit mit unserer Discord-Community dran. Da haben wir alle 2 Wochen Mittwoch so einen Lesekreis. Zum Glück hat Panini die ja gerade mit rausgebracht, die Paperbacks. Das heißt, die einen lesen die Paperbacks der Reihe nach und ich lese die Hefte. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei der 16 oder 17. Ich habe angefangen, den Spider-Man-Run von Ende der 90er zu lesen. Ganz schlimmes Zeug dabei. Da muss ich mich nochmal motivieren, weiterzulesen. X-Men Age of Apocalypse habe ich gelesen, was dabei war. Da waren eine ganze Reihe diese Schreiber und Leser John Constantine-Sachen bei, die habe ich alle gelesen. Ja, und Spawn habe ich, glaube ich, ungefähr die Hälfte der Hefte gelesen. Da sind so bis zu 105 oder 106 alles dabei. Oh. Ja, da sind ja schon ein paar ordentliche Klassiker mit drin dann, ne? Genau, das hat mich auch so gereizt an der Sammlung. Ich bin ja relativ spät zum Comiclesen gekommen und da war halt ganz viel Kram dabei, wo man sagen könnte, das sollte man mal gelesen haben oder kann man mal gelesen haben, gilt heute als Klassiker. Und da dachte ich, geil, kriegst du so auf einen Schlag. Vor allen Dingen sowas, das Ultimate-Universum hat mich sehr gereizt. Und damals war es, oder vor 2 Jahren war es noch nicht absehbar, dass du es das halt irgendwie einfach so kriegst. Ja, wobei ja wir jetzt auch nur den Spider-Man rausgebracht haben, ne? Also das ist ja, Genau. viel mehr kommt ja leider nicht. Der ist ja jetzt auch fast durch, die Hardcover-Bände. 35 sind es, glaube ich, dann am Ende. Ich weiß jetzt ist, glaube ich, der 32. oder so raus. Und dann im Januar ist auch schon vorbei damit. Ja. Aber fand ich auf jeden Fall gut, dass sie das nochmal rausgebracht haben. Den habe ich auch mitgenommen. Da hatte ich dann keine Bedenken, auch wenn es eine Collection irgendwie ist, aber es ist einfach nur nochmal eine Neuveröffentlichung der Paperbacks, die da rausgekommen sind. Ja, Von daher war das eine genau. safe Sache. Ja, also das setze ich dann auch nicht wieder ab. Ja, das ist aber, ich hab ja schon versucht auszusortieren, ne? Und es sind halt nicht viele Sachen bei rumgekommen, weil ich habe dann hab wirklich so davor gestanden, also, nee, das kannst du nicht abgeben. Ja, das kannst du auch nicht abgeben. Das kannst du nicht abgeben. Und so irgendwie, weiß ich nicht, da halte ich zu sehr dran fest. Vielleicht kriege ich irgendwann mal den Dreh, aber ich glaube, die Gefahr besteht, dass ich mich dann irgendwann mal ärgere, dass ich es abgegeben habe. Außer vielleicht, wenn ich dann so vor der Rente stehe. Dann könnte ich mal überlegen. Ja, also vor der Rente werde ich auch nichts mehr abgeben, weil dann habe ich Zeit. Aber ansonsten sehe ich es einfach als Refinanzierung für den neuen Kram, den ich gerne lesen möchte. Der muss auch irgendwie bezahlt sein und wenn ich dann irgendwie was für einen Schmalthaler abgebe und dann so ein bisschen was wieder reinbekomme von dem, was ich monatlich für Comics ausgebe, ist das schon ganz cool. Ja. Ja, solange du dir dann nicht die Klassiker dann für viel Geld bei Kleinanzeigen reinstellst, wie das manche machen. Nein. Nee, ich bin auch immer ganz fair. Ich habe auch vor kurzem ein paar Comics sehr günstig schießen können. Hat einer hier aus der Ecke verkauft, der irgendwie umziehen wollte und sagte, hier, die wollte ich loswerden, ich weiß. Die sind eigentlich super wertvoll. Da waren so diese Jessica Jones Megabände dabei. Und er wollte dann irgendwie Coverpreis haben. Und ich wusste, in der Community gibt es ein paar Leute, habe ich die halt für Coverpreis weitergegeben. So, ich mache das ja nicht, um damit Geld zu verdienen. So, Ja. das.
Sehr löblich. Sehr löblich. Da gibt es ja leider andere Beispiele. Ach, guck mal, du bringst mir ja richtig Leute. Wenn ich mal gucke, hier sind gerade 30 Leute. Das ist ja schon, das ist ja Rekord für mich. Okay. Krasse Nummer. Hallo, Also. Internet. Ja, ich hab sonst so irgendwie 20, zwischen 20 und 25 sind es meistens, ne? Also es ist jetzt nicht so viel mehr, aber Oh, ist doch über schon. 30 finde ich schon ganz gut, ne? Jetzt müssen die sich alle noch im Chat melden. Guck mal, da können wir direkt wieder nochmal welche begrüßen. Ich weiß nicht, ob du den Chat zufällig auch Ja, ich irgendwie öffne ihn mir nebenbei gerade mal aufhast. Okay. auf YouTube. Ja. Der Kane hat heute an zwei Arbeitskollegen Maus und Second Coming verliehen. Second Coming muss ich noch lesen. Aber Maus ist natürlich gerade zur jetzigen Zeit ein wichtiges Ding, was man vielleicht mal gelesen haben sollte. Wobei halt auch nicht so ein ganz leichtes Thema, ne? Also was man mal so nebenbei liest, da muss man sich dann schon ein bisschen mit beschäftigen. Hast du die vollständige Maus verliehen, Kane? Oder da gibt es ja auch noch mal den diesen kommentierten Band, den wollte ich mir vielleicht auch noch mal holen. Da muss ich noch mal schauen. Sascha ist da. Namen zusammen. Was ist das Thema heute Abend? Wir sprechen so ein bisschen über Comicsammlung oder viel über Andreas Comicsammlung, der wahrscheinlich noch einen höheren Lesestapel hat als ich. Und Ich meiner ist rechne in schon schlecht. Billigregalen, also. Lesebilly-Regale. Ich kann noch in Fächern rechnen irgendwie, aber das ist auch Das deswegen. verschwindet über die Zeit, das ist. Deswegen bei mir halt der Wunsch, ich hab ja zwischendurch mal überlegt, ob ich mal wieder so einen Stapel mache, wo ich dann gucke, ob der jetzt schon größer ist, aber ich habe einfach zu viel Angst, dass das umkippt, weil das wird nicht halten. Und von daher riskiere ich das nicht. Da müsste ich dann wahrscheinlich mehrere Stapel machen und dann muss ich es wieder reinräumen und ich beneide immer die Leute, die sich dann, wer weiß, was mit ihren Manga oder Comics irgendwie dann aufbauen für ein Bild extra, die sich dann einen Stuhl da draus bauen oder sich damit ganz einzäunen. Dann denke ich mir immer so, nein, habe ich gar keine Lust drauf. Aber in der Zeit könnte ich auch lesen. Also. Ja, richtig. Oder irgendwas anderes machen. Also schlafen, atmen, keine Ahnung. Das ist mir einfach zu viel Aufwand da. Das möchte ich nicht. Dann habe ich halt weniger schöne Fotos auf Instagram hinterher, aber braucht dann halt nicht so lange. Du bist also hauptsächlich im Podcast aktiv, sagst du, ne? Also ansonsten schreibst du für den Anti-Held noch? Genau. Ich schreibe für deinen Anti-Held, da findest du einen Haufen Rezensionen. Das war auch so mein Einstieg in diese ganze Comic-Bubble. Also über den Leser hinaus. Ja, und für Comic-Talk mache ich so ein bisschen Social Media und Video-Upload für YouTube und so. Ja. Aber nichts, was man sehen würde. Ja, und hast ja auch für den ja, Comic Talk. Da mache ich ja auch ein paar Videos. Oder habe ich zwei, Stimmt, habe ich jetzt schon dafür gemacht. Und da hast da du habe auch ein ich auch paar mal ein paar gemacht. Rezensionen gemacht, Ja, ja, ja. genau. Ja. Also schon aktiv. Aber jetzt so Instagram machst du nicht so viel, ne? Das ist tatsächlich, glaube ich, die größte Schwäche von uns dreien. Wir haben alle nicht so Bock auf Social Media, was einfach viel Zeit frisst, was man dann merkt, wenn man das versucht zu machen. Ja, und da sind wir nicht sehr Wobei motiviert. Emu ist ja so auf Twitter oder ähnlichen Diensten ja schon unterwegs, ne? Also da habe Ja. ich ja schon das ein oder andere mitbekommen. Ja, Ja. absolut. Aber dann ist es ja mehr aus der persönlichen Brille als vielmehr irgendwie ausgesucht Content, gerade auch im Bereich Comics irgendwie auszuspielen. Ja. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich schaffe, Dinge hochzuladen, wenn wir eine neue Episode veröffentlicht haben. Dann fühle ich mich Warst du schon dich wieder da als Social komplett Media drum, Queen. oder? Ja, Ach so, das liegt an okay. mir, ja. Ja, ich meine, Matthias, der hat natürlich keine Zeit, ne? Der muss Turtles übersetzen. Ja, ist so. Der ist gut beschäftigt. Ja, den hätte ich auch noch mal gerne hier, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn mal anzuschreiben, weil Bin ich am glaube, Samstag das. bei Ihnen. Soll ich mal fragen? Ja, frag ihn gerne mal. Oder sag ihm, dass ich mich noch mal melde, weil ich würde tatsächlich gerne mal über das Thema Turtles mit ihm sprechen, weil es mich auch interessiert, wie es dazu gekommen ist und was er da noch so für Einblicke hat. Und ich glaube, das wäre auch ein ganz cooles Thema. Über Turtles redet er sehr gerne. Ich frage ihn Ja. mal. Dann kriegen wir das bestimmt hin. Mit Sicherheit, mit So. Sicherheit. Ja.
Guck mal, wen haben wir denn jetzt hier noch alles? Mein Gott, also, oh, jetzt ist hier im Chat gerade. Ich habe übrigens, ich glaube, als einziger keine Moderatoren in meinem Chat bisher. Das habe ich noch nicht für nötig erachtet, weil ich bisher auch noch keine Trolle da hatte. Zumindest keine, die mich irgendwie sehr angestrengt hätten. Da bin ich auch ganz glücklich drüber. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie, ob ich das mal irgendwie ändere, dass ich mir mal so ein paar Kollegen, die hier immer sind, mal ranhole, ob die vielleicht mal moderieren wollen. So, Ginny Galaxy ist auch da. Virginia, Hallöchen. Gruß in die Nachbarschaft, sag ich. Ah, ihr wohnt Ah, guck beide mal, im sie Ruhrpott, sagt, ne? ja, zumindest hat sie da mal, ich weiß nicht, ob sie vielleicht inzwischen weggezogen ist, da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, aber gar nicht so weit weg von mir. Sie sagt auch, dass es in Deutschland ein Gesetz gibt, dass man in der Garage nichts lagern darf. Ah, guck an, das ist, ja, das mag durchaus so sein, ne? Aber ich finde es auch vernünftig, dass man keine Comics in der Garage lagern darf. Bockwurst-Terror ist handwerklich begabt. Er hat seine Regale selbst gebaut, schreibt er. Und so viele Comics hat er auch nicht. Das ist. Dann hast du ja noch Luft nach oben. Dann kannst du ja noch richtig schön Gas geben. Ich habe mal so ein richtig geiles Regal gesehen. Da hat jemand. Ob das ein Bauernhaus war oder so, ne, was sie sich da gekauft haben. Und da hat er. Das war offen, da war halt kein Zwischenboden oder so, dass du einen Dachboden hättest, sondern da war einfach dann das Dach drüber. Und dann hat er an einer Seite bis oben hin einfach Regalböden gezogen. Ne? Und dann da wirklich dann auch alles reingestellt. Das sah sehr geil aus, aber da Da oben würde mich dran ja zu kommen. interessieren, ja, da würde mich interessieren, wonach du sortierst. Also wenn du nach Alphabet gehst, liest du nichts mehr, was von A bis wahrscheinlich D Ja, geht. So, das, nee, aber wirklich nicht. dann musst du dir dann. Ich würde ja davon träumen, dann halt so einen zweistöckigen Raum zu haben, wie so eine Bibliothek, ne? Mit einer Leiter, die du dann hin und her fahren kannst, ne? Und dann Wow. immer auch schön oben dran kommst. Das Ja. ist ja für meine Regale, da ich ja nicht so groß bin und dann oben noch Aufsätze auf den Billys drauf habe, dann habe ich auch immer einen Hocker, damit ich da oben auch mal schön dran komme. Sonst Ja, wird aber das ein bisschen zum eng. Einsortieren habe ich das auch. Also, aber das mit diesen Aufsätzen ist auch so eine Evolutionsstufe, ne? Man baut die auf ohne und stellt dann immer fest, ja, toll. Was mache ich jetzt? Und dann entdeckt man diese Aufsätze und denkt sich, haha, wieder 3 Monate gerettet. Und ja. Ja, dann kommt es immer darauf an, wie hoch deine Decken sind. Ne? Ob du dann noch einen zweiten Aufsatz vielleicht oben drauf stellst. Irgendwann hast du dann so viele Aufsätze, wie das Billy-Regal hoch ist. Das wird bei mir nichts mehr. Also Nee. das. Also ich habe einen Aufsatz, habe ich jeweils oben drauf. Und ich würde noch einen zweiten oben drauf kriegen, aber dann muss ich meine Funkos. Dann weiß ich nicht mehr, wo ich meine Funko-Pakete hinstelle. Ah, diese Das ist Stress. so. Ja, das ist echt furchtbar. Das ist. Aber jetzt habe ich ja erstmal die ganzen Sachen von den kleineren Verlagen, konnte ich jetzt erstmal hier aus dem Regal rauslagern, in dieses Kallax rein, was ihr auch im Thumbnail seht und was ich in der Story gepostet hatte. Da habe ich jetzt so die Sachen von den Verlagen reingestellt, wo ich nicht so oft was von kaufe. Deswegen ist da nicht so viel drinne. Ne, und hier kristallisiert es sich so langsam raus, dass da eigentlich fast nur noch Panini drin ist. Und Sachen, die ich noch nicht gelesen habe. Also das ist schon noch ein bisschen was. Es tut mir leid, aber letzte Mal habe ich schon die liebe Jill, die da war, habe ich schon mal links liegen lassen, weil ich hier den Chat irgendwie Also, durchgegangen bin. Das war schon. guck Aber du die hat mal, auch immer guck gesagt, mal. Also, so. Sonst ich wird's lehne mich ein echt. bisschen zurück. Sonst wird es hier echt dramatisch langsam, weil so langsam verschwindet der Chat nämlich schon oben. So, Regale selbst gebaut. Kane kriegt noch ein HC zu USM. USM Ultimate Spider-Man. Okay. Andys Comicbude. Hallo. Das Schlimmste ist, dass man nicht sieht, wenn.
Ich fände es cool, wenn es eine Markierung gäbe für Leute, die ihre erste Nachricht schreiben im Chat, weil dann siehst du immer, wenn jemand neu dazugekommen ist. Weißt du, sonst, wenn du dann antwortest du schon nicht auf die ganzen Fragen und dann kannst du die Leute auch noch nicht mal begrüßen, wenn die neu dazugekommen sind. Das ist immer so das Schlimmste. Das tut mir dann schon leid. Ja, Teufelskerl hat demnächst 2 Wochen Urlaub. Da versuch mal zu lesen. Ich nehme mir das auch immer vor, aber das klappt nicht immer. Oh. Pau, ein Comic-Podcast ist auch da. Ich. Bist du das, oder? Ja, das. Okay. Andis Comicbude, finde ich gut, dass du auch Leute außerhalb von YouTube in die Sendung holst. Das ist definitiv eine Bereicherung auf YouTube. Ja, ich habe ja früher, also was heißt früher, vorher ja auch schon immer mal wieder Interviews gemacht, ne, mit Leuten von Verlagen und Zeichner, Autoren. Und das würde ich natürlich hier gerne auch beibehalten. Und wenn dann jemand aus dem Podcast kommt, wie der Andreas, dann ist das ja auch eine schöne Sache. Man muss ja nicht immer nur sich die Leute von ComicTube irgendwie einladen, weil dann hat man ja auch schnell nichts mehr, ne? Weil so viele Leute sind wir ja auch nicht. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, dann immer die Leute für einen Stream ranzukriegen. Video ist meistens ein bisschen leichter, weil man da eben zeitlich etwas flexibler ist. Na, und ja, dann müssen die Kollegen dann halt auch immer alle Zeit haben. Kolleginnen. Und ja, zum Glück hat es jetzt mit dem Andreas geklappt. Ich find das hier ja viel entspannter als Videos machen, weil bei Videos habe ich die Chance zu korrigieren und dann will ich das auch immer. Wenn ich hier was sage, ist es raus und weg und dann ist es live weggestreamt. So. Ja, das mache ich zum Beispiel nicht. Dass ich, also ich, wenn ich ein Interview oder ein Talk irgendwie gemacht habe. Ach so, Ja, meinst du das? auch die Ja. Podcasts damals, die habe ich dann auch so gut wie nicht geschnitten. Nur wenn mal irgendwie es geklingelt hat, ne, und man eben mal kurz weg musste oder sonst irgendwelche Vorfälle waren, oder man wirklich so völlig sich verhaspelt hat, dass man gesagt hat, so, wir machen eben mal einen Cut, dann habe ich das schon geschnitten. Aber es gibt ja halt auch Leute, die schneiden dann jedes L raus, ne? Ich weiß nicht, wie So. weit ihr euren Podcast noch Gar nicht. bearbeitet. Gar nicht, Ne? eigentlich. Gar nicht. Ja, Das, weil das. also wirklich, wie du sagst, wenn mal einer klingelt, wenn einer aufstehen muss, wenn bei den anderen beiden mal ein Kind reinkommt, klar, die sollen nicht irgendwie on air gehen. Aber ansonsten schneiden tue ich ganz, ganz, ganz wenig bei unserem Podcast. Die Nacharbeit ist da echt entspannt. Ich finde das einfach ein bisschen charmanter dann am Ende, ne? Und ein bisschen realistischer. Auch wenn man dann ab und zu mal sagt. Aber das hat man halt schon mal. Aber wenn man im Flow ist, so ein bisschen beim Quatschen, dann kommt es zum Glück eh nicht so oft vor. Aber ich hätte da auch gar keine Lust, dann, wenn man da 2 Stunden irgendwie aufgenommen hat, dann nochmal irgendwie ranzugehen und dann alles wirklich auf mehreren Tonspuren dann noch irgendwie sich zusammenzuschnippeln. Das weiß ich nicht. Das ist dann auch so zu glatt irgendwie, ne? So zu geklöppelt irgendwie. Ja, ich glaube, ganz glatt macht sowieso keiner Witz, irgendwann sehr unauthentisch. Und ist auch viel zu viel Arbeit. Ja, Ich bin auch ein wirklich fauler Mensch. Also. kannst jetzt per AI ja schon alles machen lassen, aber das klappt auch nicht immer so gut. Nee, aber schon sehr gut tatsächlich. Ja. Wo du gerade sagtest, du machst auch mal Interviews und so, das machen wir bei uns im Podcast auch. Ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber ich glaube, bei YouTube sieht man sowieso. Laufen die gut bei dir, so im Verhältnis zu anderen Videos? Sie laufen auf jeden Fall besser als Reviews. Weil ich Okay. glaube, Reviews sind eigentlich immer so die schlechtesten Sachen, die man irgendwie veröffentlichen kann. So vom Umfang her, ne, von den Views. Aber Interviews sind schon ganz okay. Also es sind jetzt nicht die besten Videos, aber ganz gutes Mittelfeld eigentlich. Das Krass, gucken sich die Leute schon ganz gerne an. bei uns sind das die Folgen, die am schlechtesten laufen. Echt? Ja, also die mit der meisten Vorbereitung natürlich, ne? Man liest dann nochmal die Sachen von den Künstlern, die man einlädt, guckt vielleicht schon ein, zwei Videos, dass man nicht dieselben Fragen immer und immer wieder stellt, liest sich nochmal die Biografie durch, keine Ahnung. Also ganz viel Vorbereitung und sind tatsächlich die Folgen, die am schlechtesten laufen. Also Okay. so Interviews, also wir machen die total gerne und laden auch immer gerne Leute ein. Wenn wir aber nach Zahlen gehen würden, müssen wir eigentlich sagen, lohnt sich nicht. Im Okay. Verhältnis zu allem anderen, was wir sonst so veröffentlichen. Ja, gut, ich meine, da hat man immer Inhalte, die sich nicht lohnen, ne? Also das, aber ich glaube, so für die Bandbreite, die man zeigen möchte, ist es eigentlich schon ganz gut.
Ja, klar, und wir machen es ja auch hauptsächlich für uns, ne? Also wenn wir die Chance haben, Künstler einzuladen, der uns interessiert, dann führen wir das Interview und das Gespräch ja hauptsächlich für uns und Ja, klar. veröffentliche es dann auch für die Hörer. Danach gehen wir natürlich. Ist aber Klar. trotzdem immer interessant für uns zu sehen, dass gerade die Folgen, wo man so viel Aufwand dann reinsteckt, diejenigen sind, die von den Hörerzahlen weit hinter den anderen bleiben. Es kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, wen man sich da einlädt, ne? Dass dann, wenn du jemanden von einem Verlag hast vielleicht, ne, oder gerade dann so ein Panini-Comics oder so, dann läuft das halt schon immer noch mal ein bisschen besser, als wenn du dir, was schwierig ist, sind halt, wenn du dann tatsächlich deutsche Künstler oder so hast, die dann wenig Leute kennen, ne, weil die dann mehr US-Comics lesen. Wenn du jetzt vielleicht einen Nick Klein oder so hättest, dann würde das wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr ziehen, als wenn du dann, ich weiß nicht, also ich hatte ja den Thomas von Kummernd und den Benjamin von Eckartsberg da. Das lief, wurde dann nicht so viel geguckt, war aber auch mit eins der ersten Interviews, die ich da mal gemacht habe. Aber ich fand es für das, was da gelaufen ist, fand ich so die Views eigentlich schon okay. Also sind jetzt keine Knaller-Videos. Holz und sowas, die laufen halt immer besser. Ne, das sind so Interessant. die besten Videos. Aber ich bin damit schon zufrieden. Und wir können gerne gleich mal uns angucken, wie die Zahlen da aussehen, Also, wenn du, du ich nach wollte dem gar nicht über Stream da Zahlen, an. sondern eher so hauptsächlich über dein Gefühl und ob sich das lohnt, weil, Ja. also zufrieden sind wir mit allem, was wir machen, und auch die Ja. Interviews erreichen tolle Zahlen, aber auch selbst Nick Klein hat nicht viel gezogen, das Interview, was wir mit dem Ja. veröffentlicht haben. Ja. Aber ich denke, da kommt einfach dann der Punkt ins Spiel, was man ja gerne vorgeworfen bekommt, dass man ja alles nur für die Views macht. Und das ist halt da einfach nicht der Fall, ne? Also wie du auch gerade schon gesagt hast, ich möchte gerne halt mit den Leuten reden, ne? Ich möchte ihnen Fragen stellen. Ich bereite dann halt auch immer die Fragen vor, ne? Schick denen das dann, wenn sie es haben wollen. Ne? Manche sagen halt auch, nö, brauche ich nicht. Und dann redet man halt eigentlich drauf los. Ich finde aber halt jetzt zum Beispiel dieses Format hier eigentlich auch ganz schön und es hat sich auch für mich jetzt als relativ erfolgreich einfach erwiesen, dieser Stream. Es sind jetzt natürlich auch nicht keine vierstelligen Videos dann am Ende, ne, wie manche andere Sachen, aber ich finde, die Aufrufe sind echt schon ziemlich okay dafür, dass es halt so ein sehr offener Talk ist und anscheinend gucken die Leute das gerne. Offensichtlich so viele Leute wie da sind, ja. Nee, darauf wollte ich auch gar nicht hin. Ich wollte auch gar nicht sagen, was sind gute, was sind schlechte Zahlen, weil am Ende geht es darum, dass man seine Freizeit mit etwas füllt, was einem Spaß macht. Ja, eben. Und dann ist es egal, ob es 3 oder 300 Leute gucken. Aber so den Vergleich mal zu haben, weil wir natürlich schon reingucken und sagen, guck mal, ich glaube, das Interview ist richtig gut geworden. Das gucken aber so viele Leute. Und guck mal, die letzte reguläre Folge gucken so viele. Und was gar kein Geheimnis ist, was am allerbesten läuft, sind irgendwelche Vorschauen oder so. Ne? So, und das gucken die Leute irgendwie am liebsten und das ist auch das, wo wir am meisten drauf angesprochen werden. Dann ist man manchmal verwundert und da wollte ich nur mal nachhören, wie es denn bei dir ist, wo du das gerade eben Ja. erwähnt hast. Ja, also besser, also Interviews und die Talks hier sind natürlich nicht so gut wie Holz und Vorschauen. Das sind eigentlich so die besseren Videos. Und dann hast du halt immer noch so Videos, die ab und zu mal herausstechen, ne, die dann wirklich mehr kriegen. Das ist aber, glaube ich, auch viel Glück einfach dann am Ende, ne, wie das ausgespielt wird. Ja, aber ich bin auf jeden Fall damit zufrieden, wie es läuft. Und wenn es bei euch auch klappt, dann. Ihr Ja, seid gut. ja schon einer der größten Comic-Podcasts. Ne? Habt ihr dann einen Vergleich irgendwie zur Konkurrenz? Ob ihr da. Ah, erstmal möchte ich gerne das Wort Konkurrenz streichen. Also, Okay. ne? So, worum konkurriert Verzeihung, man denn ja. da? Nee, Ja. ist mir wichtig. Also, ich sehe niemanden als Konkurrenz, aber ich habe auch keinen Vergleich. Nein, weiß ich nicht. Wir machen unser Ding. Das läuft ganz gut. Wir können uns nicht beschweren. Wir haben eine Community dahinter, mit der wir im Austausch stehen und haben alle viel Spaß daran, unsere Freizeit dafür zu opfern. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Ja, also das Wort Konkurrenz habe ich jetzt Alles gut. vielleicht ein bisschen unbedacht gewählt, weil an sich sehe ich es ja halt auch nicht so, ne? Also deswegen, man lädt sich die Leute ja halt auch ein, ne? Und da ist es mir auch egal, ob das ein kleiner Comic-Tuber ist oder ein großer oder jemand, der da gar nichts macht, ne? Ich Quatsch halt mit den Leuten und da das kann man halt mit allen gleich gut. Egal an welcher Stelle die sich da halt befinden, weil jeder macht's aus Spaß, hoffe ich.
Na, und man hat halt das gemeinsame Hobby, wo man dann drüber quatschen kann. Und dann ist ja das eigentlich das Beste, was man da rausholen kann. Ja, und jeder Und von den Creatoren bringt ja auch ein breiteres Bild halt irgendwie an die ja, Leute, eben. und bringt die eigenen Ansichten mit, bringt andere Titel mit, bespricht Sachen anders oder überhaupt mal. Und das ist ja erstmal sehr, sehr viel wert, und bringt uns allen was. Ja. Ja, genau deswegen. Also bei einem Katalog zum Beispiel lade ich mir halt auch immer gerne jemanden mit ein. Und da kriegt man ja halt, man quatscht dann natürlich irgendwie doppelt so lange, als wenn man den Katalog irgendwie alleine macht, aber man kriegt halt nochmal eine andere Ansicht dann wirklich, ne? Weil jeder vielleicht was anderes dann kaufen würde hinterher. Das finde ich eigentlich auch schon immer ganz schön. Ja. Da schließe ich mich dran. Ja. Also lieber ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Das Ja, auf können wir jeden auf jeden Fall Fall. mal so festhalten. Jo, so, Ralf König ist da. Ich nehme mal nicht an, dass es der Ralf König ist, aber ich glaube, der wird mit PH geschrieben, ne? Oder? Der Comic-Künstler, Ralf? Vor allen Dingen hoffe ich, dass der dabei ist, die neue Episode von seinem Ongoing. Nee, der wird schon so geschrieben. Echt? Ah. Aber ich hoffe, er zeichnet den nächsten Comic für morgen früh. Ich verfolge das sehr fleißig Okay. und bin gespannt, wie es weitergeht. Phantom ist auch da. Ah, sogar das alte Phantom ist es, ja. Da kommen ja jetzt momentan auch ein paar Sachen raus, ne? Zauberstern bringt ja die Comicreihe irgendwie und Kultcomics bringt ja auch so ein Band, glaube ich, jetzt mit älteren Sachen. Okay, Da. ich hab nur Zauberstern mitbekommen, da ein Kumpel Timo da die Cover für liefert. Ja. Ach so, oh, guck mal. Ja, du hast ja großes Netzwerk in dem Bereich anscheinend. Ja, Kult bringt jetzt nochmal Sachen irgendwie aus den 80ern, die so nach den Sachen irgendwann waren, die bei Bastei hier damals in Deutschland rausgekommen sind. Ab 84, 85 oder so, glaube ich. Von irgendeinem französischen Zeichner. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil ich da in der Materie nicht so drin stecke. Aber das hat mich schon interessiert, weil ich habe früher auch mal das ein oder andere Phantomheft in die Finger bekommen als Kind. Da fand ich das schon immer ganz interessant. Den Film jetzt mit Billy Zane nicht so, aber die Comics fand ich schon. Und da hätte ich dann gerne mal reingeschaut. Und da hatte ich dann auch extra nochmal nachgefragt, ob das jetzt tatsächlich Sachen sind, die auch damals bei Bastei schon rausgekommen sind, aber die sind erst danach erschienen. Okay. Ich war gar nicht meine Ecke. Ich weiß, dass ich den Film mal gesehen habe als Kind. Fand den, glaube ich, eher verstörend als irgendwie interessant. Ja, Ja. das war nicht die Hochzeit der Comic-Verfilmung. Ne? Das ist erst hinterher besser geworden. Das zählte noch so zu den Sachen, die eher nicht so gut waren. War schon sehr cheesy hier, das stimmt. So. Ah ja, Kane schreibt nochmal, ja, die vollständige Maus. Sascha, ah, okay, immer gutes Thema. Genau, Comicsammlung. Comic-In ist auch da. Jetzt ist der Chat gesprungen. Toll, wo war er denn? Comic-In hat erstmal nur die ersten 15 Minuten verfolgt. Und er muss es einfach aussprechen, sagt er, Andreas ist unfassbar sympathisch. Andreas, Oh. guck mal, Ja. das gebe ich doch gerne weiter. Ich jetzt nicht so. Aber wenn meine Gäste sympathisch sind, dann ist das ja immer schon eine schöne Sache. Ja, Da das kann ist ich ja dann zu 50% super, punkten hier immer, ne? ja. Dann, deswegen hole ich mir mal Leute, weißt du, damit andere wenigstens meine Videos mal gucken, weil sonst läuft hier gar nichts. So, Mr. Riley. Nee, warte mal. Da, Sascha ist noch glücklich. Dabei habe ich erst vor ein paar Monaten wieder angefangen zu lesen und zu sammeln, um was gegen meine Vergesslichkeit zu tun. Okay. Ja, dann hilft Lesen das Gehirn beschäftigen natürlich immer ganz gut. Also da immer schön ran und dranbleiben. Also wenn du dann auch schaffst, alles zu lesen und nicht nur kaufst, dann ist es natürlich auch immer noch ein großes Plus. Sonst, wenn du an dem Punkt bist, wo du nur noch kaufst und nicht so viel liest, wie du kaufst. Ah, schwierig, aber wenn es klappt, ist ja auch Und mal wir ganz sprechen gut. alle aus Erfahrung, ja. Ja, genau. So, Mr. Riley hat noch mal was zum Verkauf gesagt. Er verkauft meistens
und immer fast zur Hälfte. Achso, wenn ich mal was verkaufe. Und habe jetzt sogar ein cooles Paket an ein gutes Projekt vom Butterlist gespendet. Auch eine Option. Ja, vom der Butterlist, der auch den goldenen Stan betreut. Ich weiß nicht, kennst du den? Ja, ne? Ja, absolut. Der macht ja dann auch so ein offenes Comic-Projekt irgendwie. Ich stecke da nicht so hundertprozentig drin, aber das ist so eine Art Bücherschrank, glaube ich, für Comics. Ich versuche ihn ja auch schon immer mal hier in den Talk zu kriegen. Meistens scheitert es halt irgendwie aus Zeitgründen, aber wir kriegen das sicherlich irgendwann nochmal hin und dann können wir über das Thema sicherlich auch mal sprechen. So, und Mr. Riley möchte sich generell nicht unnötig an seiner Leidenschaft bereichern, was ich auf jeden Fall sehr zu schätzen weiß. Booknapping Sandra ist auch da. Guten Abend. Annies Comicbude hat sich die Turtles auch nochmal gekauft, obwohl ich die ersten sechs Panini-Trades habe. Die Bände sind einfach zu schön. Ja, die sehen wirklich gut aus. Ich habe meine Paninis, von denen ich alle hatte, da sind ja 10 rausgekommen. Die habe ich auch nach der Ankündigung habe ich mal die Chance genutzt und die habe ich dann tatsächlich auch verkauft zu einem vernünftigen Preis. Und ja, da hatte ich dann auch schon vorbestellt und da kann man das dann mal machen, ne? Also die habe ich dann auch gut ersetzt auf jeden Fall. Ja, das sind die Upgrades, die du meintest, ja. Ja, genau. Wird zwar noch ein bisschen dauern, bis Splitter dann halt auch an der Stelle ist, ne? Bei 10 Bänden. Ich weiß nicht, ob es dann 4 oder 5 von den dicken Bänden sein werden. Dachte drei, ich glaube Drei, zweieinhalb meinst oder du? so. Aber also ich Nee, frag das lieber müssen. Mathis. Mathis weiß das viel besser als Da ich. sind ja so 450, 460 Seiten drin, ne? Das müssen auf jeden Fall über 3 sein dann. Weil der letzte war auch etwas dicker. Ah, okay. Also ich denke mal dann, wenn die bei dem gleichen Umfang bleiben, dann werden es also, denke ich mal, so 4 oder so sein. Dann hat man Panini auf jeden Fall ein. Und warum soll ich die Panini-Dinger behalten? Also ich bin ja niemand, der dann halt alle Versionen davon haben muss und alle 80 veröffentlichten Variant-Cover. Ne, deswegen kann ich dann auch Sachen abgeben, die ich dann irgendwie ersetzt habe. Ich mache auch ein Downgrade, dass ich dann halt Paperbacks durch Hefte ersetze. Gerne, das passiert dann auch. Ich habe mir die Batman-Heft rein, weil in den Paperbacks halt nicht immer alles drin ist, ne? Und das ja dann immer so aufgeteilt wurde. Du hast ja dann die verschiedenen Batman rein gehabt und dann war da noch Nightwing mit drinne und ne, dann musste das dann auch noch mal alles wieder irgendwie haben und dann fehlen da Hefte drinne, weil der Autor die dann da gerade nicht geschrieben hat. Und da bin ich eigentlich ganz glücklich, wenn ich dann da die Hefte kriege. Auch wenn ich nicht weiß, wohin mit den Shortboxen. Aber vielleicht haben wir eine Lösung gefunden, ja. Ja, Nee, Heften gehe ich aus dem Weg. Also ich habe wirklich nur ein einziges Heftalbum mal abgeschlossen. Das war, als Hickmans X-Men bei Panini kam in Heftform. Und warst du da das fand ich glücklich so mit? gut. Okay, das habe ich abgebrochen. Aha. Ja, Stream beendet, wann nennt mich Schade eigentlich. Bis gerade eben war es noch cool. Kün künstlerische Differenzen hier. Nein. Ja. Ja, das war die einzige Heftreihe, die ich da jemals im Abo hatte. Ja. Und trotzdem sitze ich auf einem Haufen Heften. Naja. Ja. Kann passieren, ne? Wenn man da so eine Wagenladung kriegt. So, Ginny schreibt gerade noch mal, yes, noch lokal Ruhrgebiet. Was heißt gerade? Wahrscheinlich schon vor einer halben Stunde oder so. Booknapping schreibt. Achso, Neunte Kunst, Ingo ist auch da. Hallo Ingo, freut Oh, mich, dass hallo. du auch mal reinschaust. Booknapping nochmal, moin Mädels. Bockwurst-Terror. Für irgendwas muss seine Tischlerlehre ja gut sein, wenn er sich die Regale selbst gebaut hat. Ja, also, wenn du da mal eine Speziallösung bauen willst, ich hätte da noch ein paar Ideen. Da müssen wir uns mal zusammensetzen. Ich bin leider handwerklich nicht so begabt. Also ich kann IKEA-Dinge kann ich ganz gut zusammenbauen, ne? Und krieg inzwischen auch Löcher in die Wand gebohrt, sofern da keine Stahlträger oder so drunter sind. Aber so ein Regal selber bauen, na, leider nein, leider gar nicht. Baust du was selber, oder? Ich habe eine Ausbildung zum Handwerker gemacht und habe meinen Gesellenbrief.
Mein Chef und ich waren uns aber beide einig, dass ich das besser nicht mache, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich habe dann noch eine zweite Ausbildung danach gemacht, ja. Ist hoffentlich alles ohne schwerere Verletzungen ausgegangen. Ja, wir haben da Gott sei Dank früh genug rausgefunden. Nein, es geht ein bisschen, ich habe da aber gar keinen Spaß dran. Also Okay. wirklich gar überhaupt nicht. Und daher finde ich IKEA-Möbel so toll, da passt immer so alles, weißt du, du kaufst das, du kannst das zusammenstecken, wie Lego für Erwachsene und dann bin ich fertig. Ja. Dann passt das ja auch. Ja, ich habe nichts Handwerkliches gelernt und ich habe da auch nichts aufgeschnappt irgendwie von irgendwem. Das ist mein Papa, der hat da immer alles gemacht und der hat es dann auch drauf gehabt. Aber von dem habe ich es nicht geerbt. Also ich habe da zwei linke Hände. Ich hab's auch nie wieder zurück ins Handwerk gefunden. Zum Glück für die Kunden und für mich, ja. Guck mal, Sascha Preuß, hallo erstmal. Er hat zufällig den gleichen Weihnachtspulli an wie Andreas. Ja, Liebe Grüße in die Runde. er hat Ja, einfach Hammer. einen sehr guten Geschmack, das muss man so Ja. sagen. Ja. Ich bin ja auch noch auf der Suche nach einem Weihnachtspulli für dieses Jahr, aber irgendwie bin ich noch nicht glücklich geworden mit den Sachen, die ich da so gefunden habe. Und ich befürchte, die aus den letzten Jahren, die sitzen schon ein bisschen spack. Die sind etwas zu eng. Ich weiß sehr gut, was du meinst, ja. Da passe ich einfach nicht mehr rein, glaube ich. So, das ist ja heute ein herrlicher vorweihnachtlicher Bubble-Community-Treff. Ja, also ich finde auch schön, wer hier so alles reinschaut. Viele Gesichter, die ich hier noch nicht gesehen habe, das ist sehr fein, auf jeden Fall. Abend alle. Puh, heute sind es aber mal viele, schreibt Sascha nochmal. Ja, tatsächlich, ein bisschen mehr. Also jetzt nicht das Doppelte, ne, aber schon auf jeden Fall ein paar mehr. Das finde ich immer gut. Deswegen wird es auch echt schwierig. Ich glaube, ich muss mir für die nächsten Streams auf jeden Fall mal Gedanken machen, wie das mit dem Chat hier weiter passieren wird. Weil ich glaube, das stößt gerade an Grenzen, die das Ganze ein bisschen schwierig machen. Ja. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht muss man da ein bisschen vorfiltern dann oder so, weil wenn wir Da ein paar gibt es Sachen bestimmt eine AI überspringen. für, ja. Genau. So ein Butler, der dann immer so zwischendurch reinslidet ins Bild und dann sagt, wir haben hier noch einen sinnvollen Beitrag von Alice Ja. Comicbude, der gerade eine Frage stellt. Dies scheint doch interessant zu sein. Wollen Sie das nicht einbauen? Genau. Also, ich bitte den Chat darum, es mir nachzusehen. Ich werde nicht mehr alles vorlesen. Ich glaube, sonst kommen wir hier echt nicht mehr zu Rande. Ich stoße seit dem letzten Mal, glaube ich, hier ein bisschen an die Grenzen des Machbaren. Sondern, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne auch mit einem Fragezeichen am Ende, damit es ein bisschen erkennbarer ist. Und dann werden wir gerne auf die Fragen eingehen. Aber ansonsten werde ich die Sachen hier, glaube ich, eher nur überfliegen und nicht alle vorlesen. Ich werde natürlich die Leute weiterhin begrüßen, aber sonst habe ich hier einen Gast und kann mich kaum noch mit dem unterhalten. Der guckt dann nur freundlich in die Kamera. Der ist das für das gute Aussehen zuständig und ich lese dann den Chat die ganze Zeit nur. Ich könnte noch ein paar Geschenke verpacken parallel. Nein. Ja, also wenn du mir da was von schickst, gerne. Boah, ich Dann weiß auch mach nicht, ob du ruhig. das wirklich haben willst. Das ist für meine Nichte. Also Ach so. auch Bilder in dem Buch, ja, auch viele. Sprachlich aber doch eher noch begrenzt, würde ich sagen. Ich habe jetzt zuletzt den magischen Fisch gemacht von Kroko für den Comic Talk. Also das ist ja auch mehr, aber wahrscheinlich ist es dann noch ein bisschen weiter. Also wir reden über, ich glaube, das heißt der Superwurm, was ich hier liegen habe. Ein vierfarbiges Pappbildband. Ich glaube, es ist noch mal ein Stück weiter davon entfernt, ja. So mit den dicken Seiten noch zum Ja, Umblättern, wo nicht viel. ja. Ah, okay, ich Da darf verstehe. das Kind noch reinbeißen. Was? Ja. Ah, ja, auf dem Level sind wir da. Gut, das würde ich, glaube ich, auch nicht reviewen wollen dann am Ende. Ja. So. Was habt ihr denn jetzt so demnächst mal für euren Podcast auch noch mal geplant?
Kannst ja vielleicht auch nochmal zu berichten, falls da schon irgendwie was Spruchreifes gibt, oder macht ihr das auch immer relativ spontan, aber ihr habt ja, sprecht ja auch schon immer ganz gezielt Themen an, ne? Geplant groß ist es aktuell, glaube ich, nicht. Wir schaffen es derzeit wöchentlich zu veröffentlichen. Das war erstmal so ein großes Ziel, was wir erreichen wollten. Das haben wir jetzt, haben wir auch über ein paar Monate gehalten. Ja, ansonsten, wenn alles klappt, kommt am Montag der Splittervorhang mit Max. Den haben wir ja sonst immer schon zur Veröffentlichung rausgebracht. Das hat diesmal aus diversen Gründen nicht geklappt. Genau, aber da setzen wir uns zusammen. Ansonsten aktuell nichts Besonderes geplant. Eine Folge Moving Panels ist offen mit dem Steffen von Panini, der unterstützt uns da ja. Da werden wir über History of Violence reden. Ja, das kann ich glaube ich schon verraten. Und wir haben für die nächste Folge als gemeinsamen Titel alle Laser Star gelesen. The Many Deaths of Laser Star bei CrossCult erschienen. Ja, das. Aber mehr Einblicke gibt es da aktuell ehrlicherweise gar nicht. Das meiste entscheiden wir sehr spontan. Den Layla habe ich auch noch auf dem Lesestapel hier liegen, da bin ich auch noch nicht zugekommen. Ah, lohnt sich. Lohnt sich. Aber wöchentlicher Rhythmus ist ja schon ordentlich. Zeichnet ihr dann immer im Voraus auf direkt die paar Folgen oder nehmt ihr dann auch wöchentlich auf? Meist so ein bisschen beides. Also wir nehmen derzeit wöchentlich auf. Wir haben aber auch immer so ein paar Folgen in der Schublade liegen. Einfach damit, wenn mal ausfällt, wenn jemand keine Zeit hat, alle krank sind, wir Urlaub machen wollen, dass wir dann weiter veröffentlichen können. Ja. Zum Beispiel wir haben so ein Format Ninja Pizza, wo der Mathis und Daniel über die Übersetzungsarbeit an den Turtles sprechen. Die nehmen die meist dann auf, wenn sie übersetzt haben. Die bringen wir dann aber raus, wenn der Band kommt, weil dann sind die Erinnerungen von denen frisch. Aber interessant ist es für die Leute natürlich erst, wenn sie auch den Comic in der Hand halten. Und da habe ich dann manchmal auch Folgen, die sind schon vordatiert für nächsten, übernächsten Monat, ja. Ja, okay. Ja, wobei die Veröffentlichungsreihenfolge ja oder der Veröffentlichungsrhythmus ja schon durchaus okay ist, ne? Die lassen sich ja nicht zu viel Zeit dazwischen. Und dann kommt zwischendurch, dann kommt plötzlich dann nochmal so ein Lost Years einfach mal rein, ne? Der war ja auch sehr spontan irgendwie. Das fand ich auch schon gut. Den habe ich auch schon hier liegen. Den habe ich die Woche jetzt mal abgeholt, aber habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, Den will ich ich aber. muss auch noch. Ich lese das jetzt auch alles zum ersten Mal bei den Turtles. Ja. Musste ja wahrscheinlich auch von Anfang an neu übersetzt werden, ne? Ja, wir Aber sind bei Null angefangen, genau. die Fragen spare ich mir vielleicht lieber für Matthias auf, anstatt jetzt für dich. Sonst haben wir da gar nichts mehr. So, ja, eigentlich hat Andreas schon alles erzählt. Dann brauchen wir dann nichts mehr machen. Nee. Wobei es jetzt natürlich gerade irgendwie sehr reizt, irgendwie, wenn man gerade dabei eingestiegen ist, Ja, absolut. dann auch gleich zu Aber fragen, ne? ich kann ja auch gar nicht so viel dazu beantworten. Bei mir sind das alles Halbwahrheiten. Mathis ist da vollkommen drin. Ich entdecke die Welt gerade auch für mich. Macht mir auch großen Spaß. Ich habe jetzt gerade die erste Collection beendet. Werde jetzt Lost Years lesen und warte schon sehnsüchtig auf die zweite. Ja. Ja, die kommt jetzt im. Nee, warte mal, im März oder so, glaube ich, ne? Kommt der zweite Band. Ja, ich glaube Ja. März. Ja. Gucken wir nochmal, was sagt denn der Splitter Verlag? Die haben ja zum Glück keine Ja, Website. müsste März. Ist ja die erste kam ja jetzt im Dezember. Nee, oder kam im November. Boah, ich hab schon Es ist wieder. März, und März, was ja. mich immer verwirrt ist, das bedeutet Auslieferung Mitte, Ende Im Februar. Februar Und, dann, ja. ja, genau. Und das ist das, wo ich dann immer durcheinander komme, weil ich dachte, im Februar kann ich weiterlesen, aber ja, das ist dann ja die März-Veröffentlichung. Der Martin, er hat gerade noch mal zu den Interviews gesagt. Aus meiner unbedeutenden Sicht finde ich es schon schwierig, mit Kreativen der Comic-Szene in Kontakt zu treten. Das ist dann auch eine gewisse Erwartungshaltung im Raum, die man als einfacher, Le also einfacher in Anführungszeichen Leser, dann doch nicht teilt. Das kann ich jetzt natürlich nur aus meiner Warte irgendwie beurteilen, aber ich finde es halt schon interessant, mit den Leuten auch mal so über die Prozesse zu sprechen, ne? Wie sie dann halt
wie es dann zu dem Comic-Projekt überhaupt gekommen ist, ne? Wie sie dann mit dem Verlag irgendwie. Es war ja zum Beispiel, als ich Thomas von Kummernd und den Benjamin von Eckertsberg zu Gung Ho interviewt habe, ne? Da haben wir auch drüber gesprochen, dass sie halt erst in Frankreich veröffentlicht haben, ne? Und wie der kreative Prozess auch war. Und sowas finde ich eigentlich immer ganz interessant. Und ich denke mir auch, dass ja das auch für andere Leser durchaus interessant sein mag. Ist natürlich dann schade, wenn es nicht so ist, aber gerade so ein bei einem kleinen Verlag erschienenes Zeug wird dann halt wahrscheinlich weniger Leute ansprechen, als wenn ich jetzt ein Todd McFarlane oder sowas irgendwie dran kriegen würde. Was natürlich eher unwahrscheinlich ist. Aber ja, aber durchaus stelle ich es mir auch interessant vor. Aber kann ich Ja. natürlich nur durch meine Brille betrachten. Ja, also ich find die Anmerkung erst schwer einzuordnen. Denn die Frage ist, wer stellt da welche Anforderungen an wen, so ein bisschen. Also ich gehe auf jeden Fall als ganz normaler Comicleser in die Gespräche rein, und komme da immer ganz gut zurecht. Vielleicht magst du noch im Chat ausführen, was du damit genau meinst, welche Ansprüche und wer da wem genügen soll. Weil bisher habe ich die Gespräche mit Comic-Schaffenden immer als sehr offen, sehr authentisch wahrgenommen, und dass die da gerne teilen, wie das funktioniert und was die da machen. Ja. Ja, ich meine, ist ja für sie auch eigentlich immer ein gutes Ding, wenn sie dann für ihre Comics dann auch nochmal irgendwie Promo machen können. Ne, ich glaube, das wird auch, wenn du jetzt nicht jemanden hast, der schon, wer weiß, wo in der Rangliste steht und schon seit zig Jahren erfolgreich Comics macht, dann nehmen die das halt auch gerne an. Ne? Also wenn du da Leute hast, die vielleicht im Selbstverlag schon veröffentlicht haben und dann mit ihren Sachen dann zu einem Comicverlag richtig kommen. Also eigentlich habe ich die bis jetzt immer als recht nahbar und offen für solche Interviews auch betrachtet. Auch Verlagsleute, die machen das immer ganz gerne eigentlich. Ja, wer spricht nicht gerne über die Arbeit, die er sehr gerne macht, ne? Ja, Also. eben. Es ist ja jetzt nicht so, dass das keine Leute mit Leidenschaft für die Materie sind, die das einfach nur so zum Geld scheffeln machen. Ja, genau. Ist halt nicht nur Business, da steckt auch immer Herzblut mit drin in dem Bereich. So. Ha, guck mal, Andi hat doch auch noch eine Frage an den Andreas. Sind vom Pau in Zukunft Live-Events geplant? Auf einer Bühne. Wir durften ja jetzt dieses Jahr zum ersten Mal live auf eine Bühne. Wir haben da gewisse Vorstellungen, wir sind da in Kontakt mit Leuten, aber geplant im Sinne von, es gibt ein Datum oder was Konkreteres, habe ich nicht. Nee. Aber würdet ihr schon gerne noch mal weiter betreiben? Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem Live-Publikum. Es hat sehr gut funktioniert, und da hätten wir schon Bock drauf und können uns auch einiges vorstellen. Die Frage ist immer die Rahmenbedingungen. Und da sind wir aktuell so ein bisschen dran, mal zu gucken, was da noch möglich ist, ja. Ja, wenn das für euch klappt, wäre natürlich eine coole Sache, ne? Dann, das ist ja schon noch mal wieder ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, weil ich ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, dass ich hier vor der Kamera sitze und hier keine Leute um mich rumstehen und mir zugucken dabei, weil ich dann dazu neige, nervös zu werden irgendwie, ne? Und dann, ich weiß nicht, wie gut es dann noch läuft. Und hier kann ich mich halt ganz gut vorbereiten, ne? Ich kann mein Skript fertig machen, wenn ich meine Videos aufnehme sowieso. Und auch wenn ich dann Interviews führe, dann habe ich halt auch meine Fragen dann schon irgendwie vorbereitet und kann das dann alles irgendwie machen. Ich bin halt auch kein guter freier Redner, wenn es daran geht, dann irgendwie Reviews aufzunehmen. Wenn wir jetzt hier so einen lockeren Talk haben, ist das eine Sache. Oder wenn ich einen Haul mache, wo ich dann einen Comic in die Kamera halte und sage, was ist das, ne? Aber wirklich, ich habe immer gemerkt, am Anfang habe ich das ja ohne Skript gemacht und dann habe ich tatsächlich gemerkt, hinterher nach der Aufnahme, oh, da hast du was vergessen, da hast du dich irgendwie verhaspelt, ne? Und dann, da bist du abgedriftet. Und da helfen mir Skripte halt, das irgendwie im Griff zu behalten. Wie macht ihr das? Wie sehr bereitet oder wie detailliert bereitet ihr euch da vor?
Ich glaube, da ist jeder anders von uns. Also was wir zusammen absprechen, ist, welche Titel bringt wer mit und wer hat was gelesen. Und geben da eine Reihenfolge rein, damit wir wenigstens ein bisschen Struktur haben. Was jeder für sich mitbringt zu den einzelnen Comics, ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich schreibe mir Stichpunkte zu Comics auf. Meist während ich die schon lese, weil dann vergesse ich hinterher nichts. Und der Rest wird dann frei von der Leber weg irgendwie erzählt im Podcast. Und da sieht man zu, dass man alles unterkriegt. Aber genau das haben wir ja live gemacht, ne? Also wie du sagst, wir haben uns hingesetzt und haben gequatscht und haben über das Comic-Sammeln gesprochen. Hatten dann den Timo Würz noch mit dabei, und hatten den Dirk, der das Ganze da organisiert hat, mit dabei. Und daher war es ja im Grunde nur ein Gespräch unter uns. Und da war man auch relativ schnell im Tunnel und hatten gar nicht mehr so sehr mitbekommen, dass man da gerade irgendwie eine Live-Aufzeichnung macht. Ja, ist halt, wenn du zu dritt oder mit noch mehr Leuten dann bist, hast du ja auch eine ganz andere Dynamik nochmal dahinter, als wenn du wirklich alleine irgendwie vor der Kamera sitzt und alle Augen auf dich gerichtet sind quasi, ne? Und so gucken die Leute dann wenigstens auch nochmal woanders hin. Ja, absolut, absolut. Da gibt es genug zu streuen, irgendwie, wo die Leute hingucken können. Sandra Bucknepping schreibt hier, dass sie sich auf den Splitter Talk mit Max freut. Ich mich auch, ja. Das wird, glaube ich, wieder cool. Ja, Max ist, finde ich, ist immer schon ein ziemlich netter Gesprächspartner, wenn man da so rangeht. Ich war ja auch schon im Splittercast ja auch schon mal dabei. Ihr, glaube ich, auch einzeln und zusammen auch irgendwie mal, ne? Wie war das denn? Ich glaube, Mathis und ich zusammen, weil der Emu an dem Tag nicht konnte. Und da hatte Max dann den Emu nachträglich nochmal eingeladen. Ich glaube, so war das, ja. Also finde ich immer sehr, sehr schön. Müsste ich auch mal. Vielleicht kriege ich den auch noch mal hier zum Shin-Nerd. Das kann man auch mal ein bisschen was anderes besprechen. Als immer nur dann direkt über den Splitter-Katalog. Das habe ich ja auch mit ihm gehabt. Oder Interview habe ich auch schon gemacht. Aber ich finde, so ein freier Talk gibt halt noch mal ein ganz anderes Bild von den Leuten, ne? Also ist dann, weil wenn man Fragen vorbereitet hat, dann ja, lenkt man das ja schon in eine gewisse Richtung und nimmt dann ja auch die ein oder andere Freiheit dann da raus, ne? Und so kann sich das Gespräch halt noch mal schön in eine andere Richtung entwickeln und dann kommt man vielleicht auf ganz andere Themen einfach. Mit Sicherheit, ja. Sonst gehst du bestimmt mit einer gewissen Erwartungshaltung dran. Und die hast du dann natürlich nicht, wenn du es relativ frei hältst, so wie wir heute. Ja, weil meistens hat so ein Termin ja dann auch immer einen Anlass, ne? Wenn dann wieder irgendwie ein neuer Katalog rausgekommen ist oder irgendein neuer Comic, der dann promotet werden soll, ne? Wo man dann eben drüber redet, und so dieses wöchentliche Format, das finde ich eigentlich schon ganz schön. Und bin auch froh, dass das so gut läuft bisher. Und dann kann man die Leute ja auch mehrfach einladen, wenn's Anklang gefunden hat und ne, irgendwann ist man ja dann auch mal so ein bisschen durch mit den Menschen, die man dann auch irgendwie einladen kann. Ja, tatsächlich. Also so groß ist die Bubble da ja gar nicht. Nee, leider, leider. Und das merkt man auch sehr schnell, ja. So, Bucknapping schreibt noch nichts Besonderes geplant, Fragezeichen, aha, Smiley. Okay. Hätten wir was geplant, mit anderen zusammen, würde ich natürlich nichts ankündigen, ohne die vorher gefragt zu haben. Okay. So, Mr. Riley Sir ist raus. Noch eine Stunde lesen und um 20 Uhr mal bei André reinschauen. Ja, ich versuche ja immer, das dann möglichst hier irgendwie unter 2 Stunden zu halten, dass man sich da nicht ins Gehege kommt. Es ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass ich auch mittwochs das Ganze mache, weil mittwochs halt auch immer der Tag von Team Comics Fan ist ja auch schon viel länger. Aber das war halt für mich leider der Tag, an dem es dann irgendwie stattfinden musste. Deswegen versuche ich da zumindest dann irgendwie nicht großartig ins Gehege zu kommen. Weil man muss sich Ja, ja nicht noch die Zuschauer wegnehmen. ist doch geil für die Zuschauer. Dann haben sie direkt irgendwie zwei Sachen, die sie direkt miteinander gucken können. Ja, Einen Abend genau. lang Comic-Content, Können Sie sich mal einfach mal 4 Stunden geben?
Ob ich jetzt eine Serie gucke, irgendwie eine ganze Staffel am Abend oder. So, Martin, Ja. er findet die Filmbesprechung mit Steffen recht unterhaltsam. Sehr cool, das freut mich. Sascha hat den Pau Comic Podcast gerade mal abonniert und er Das meint, hört er hat Andreas schon mal irgendwo anders auf dem Kanal gesehen. mich. Wo warst du schon überall zu Gast? Hau mal raus. Comic Talk nicht. Panini Comics TV vielleicht hier. Das alte Format von Panini. Ist aber auch schon dann ein Weilchen her, ne? Da ist schon. Vor Corona irgendwann, ja. Ja, also meistens sieht man Andreas ja nicht, sondern hört ihn nur. Das haben wir ganz am Anfang dann schon festgestellt, dass ihr besser ohne Bild guckt, dann erkennt er eher die Stimme. Ja, und auch aus anderen Gründen ist es besser, wenn man mich einfach nicht sieht. Das Ja. ist schon sehr bewusst ein Podcast geworden, ja. Discord sorgt gerade schon wieder so ein bisschen dafür, dass es etwas verpixelt wird. Ich hoffe mal, das gibt sich gleich wieder. Ah, okay, Wir ja. Ja, hätten doch mal was anderes ausprobieren sollen, so, sogar da, die haben Filter drin, weißt du? Ach, der, nee, komm. Ja, komm, ey, wenn dann wäre der Filter wahrscheinlich eher bei mir drauf. Dann. Ist, darf die Leute hier nicht zu sehr schocken auf meinem Kanal. Ingo hat Lost Years gestern Abend gelesen und jetzt heißt es warten bis zum nächsten Band der Splitter Collection. Jawohl, leider. Aber dafür kommen ja auch noch einige Bände auf uns zu. Ne? Ich weiß nicht, wie viel im Original raus sind. 14, 15, 16 irgendwie. Irgendwie so, ja. So um den Dreh. Also da wird es ein bisschen dauern, bis wir da auf Stand sind. Aber das ist ganz okay. Dann muss man. Ich würde jetzt auch ungern 14 Bände davon auf einmal kaufen. Das müsste Ja. dann schon sehr guter Preis sein, gebraucht. Nein, ich glaube, das ist auch ganz gut. So kann man das auch in Ruhe lesen und schafft es, glaube ich, auch über diese Zeit, das zu lesen, bis der nächste Band da ist. Phantom ist auch raus, will noch zwei Regale aufbauen. Ja, viel Erfolg, falls du nicht schon weg bist. Und Andy bedankt sich nochmal für die Antwort, also wegen der Bühnenshow. Ja, Sehr schön. immer gerne, immer gerne. Ach, guck mal, Martin ist jetzt auch nochmal eben auf das Thema eingegangen. Es geht darum, dass man die Leute sympathisch findet und auch gerne ihre Projekte unterstützen möchte, aber dann dem Werk persönlich natürlich einfach nichts abgewinnen kann. Ah, okay. Ja, das ist natürlich, Ja. verstehe ich. Tatsächlich dann schwierig, wahrscheinlich für einen selber, wenn man dann diesen Spagat hat aus, ich mag ihn total gerne, aber den Comic mag ich überhaupt nicht. Ja, dem muss man sich dann stellen. Ich meine, kann bei, gerade wenn man dann halt wirklich deutsche Künstler und Autoren hat, dann ist es natürlich auch nicht so einfach, die Leute dafür zu begeistern, wenn die halt mehr im Mainstream unterwegs sind, ne? Und wir wissen ja, dass der Mainstream dann doch ein bisschen mehr Leute anlockt, ne? Wenn man jetzt über Panini-Sachen spricht, Marvel, DC, als es dann wirklich deutsche Comics tun, ne? Auch wenn das dann mal irgendwie beim Splitter Verlag oder so erschienen ist, hängt dann vielleicht auch damit zusammen, was man sonst auf dem Kanal macht, ne? Und was die Leute dann da halt erwarten. Und wenn man dann da so ganz aus dem Schema ausbricht, dann ist das sicherlich auch nicht unbedingt ja, förderlich für die View-Zahlen. Aber ganz im Ernst, da mache ich doch dann lieber das, was mir Spaß macht. Und wenn ich mit den Leuten reden möchte, dann mache ich das. Und wenn die Zahlen dann hinterher nicht so gut sind, ja, so what? Ne? Ja, auf die Zahlen wird als letztes geguckt. Ja, dafür habe ich eine gute Erfahrung gemacht für mich. Und das ist so das Wichtigste eigentlich. Und der ein Absolut. oder andere wird ja auch da was rausziehen. Also es ist ja nicht so, dass es kein Mensch guckt, ne, oder hört, dann wie bei euch im Podcast. Das lohnt sich dann doch auf jeden Fall für genug Leute am Ende. Ja, glaube ich auch. Und manchmal sticht man ja auch eine neue Bubble an, Ja. wo dann zukünftig mal was rüberschwappt, ne? Richtig. Man kann ja auch immer gerne mal über den Tellerrand schauen. Und dann mal auf Themen kommen, die man sonst nicht auf dem Schirm hatte. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ne? Ja, Auch wenn man so seine Vorlieben hat. In welchen Bereichen bist du denn so hauptsächlich unterwegs? Ich sehe jetzt hinter dir schon The Boys und 100 Bullets. Ne? Sind es auch die Superhelden bei dir oder schaust du auch darüber hinaus?
Ich lese erstmal alles, was ich irgendwie interessant finde. Aber der Hauptteil der Sammlung sind Superhelden und US-Indie-Sachen. Da kann ich mich gar nicht rausquatschen, das ist das Größte. Aber wenn mich ein Titel anspricht, lese ich den. So, das versuche ich dann schon. Was mir wirklich, wirklich schwer fällt, wo wir auch im Podcast schon öfter darüber gesprochen haben, Manga schaffe ich irgendwie gar nicht, was einfach an der Ästhetik und der Art und Weise der Erzählung liegt. Da finde ich nicht, ich versuche es immer wieder und es werden mir auch immer wieder Titel empfohlen. Dragon Ball habe ich auch die erste Hälfte geschafft, bis zu dem, was in der Serie Dragon Ball Z wird. Dann fand ich es wieder ätzend, so als Beispiel. Aber sonst, also ich lese um der Geschichte willen, und daher versuche ich mir da auch alles irgendwie anzueignen, durchzulesen. Probiere überall mal aus, versuche über den Tellerrand hinaus zu gucken. Aber US-Indie spricht mich schon stark an. Ja, kann ich nachvollziehen. Man trifft ja auch irgendwann eine gewisse Selektion, ne? Natürlich würde ich auch gerne überall reinschauen und alles kaufen, ne? Aber irgendwann muss man ja auch sich mal entscheiden, was man denn dann jetzt kauft. Und da wird man ja leider eben auch vom System so ein bisschen dahingetrieben, ne? Dass man dann die laufenden Serien dann auch irgendwie weiter verfolgt und du weißt, da kommt jetzt demnächst auch was Neues. Das ist jetzt nicht wie so ein, bei so einem Franco-Belgier oder nach 3 Jahren irgendwie der nächste Band kommt, ne, wenn es mal irgendwie lange dauert. Ne, da muss er ja dann halt schon dranbleiben und dann fallen halt so Einzelsachen oder abgeschlossene kurze Reihen dann leider schon mal hinten rüber. Aber Ich ja. präferiere tatsächlich andersrum. Also ich lese nur ganz wenig ongoing rein, Okay. und nur sehr ausgesucht und bin eher der Freund von Black Label Sachen, von Mini-Reihen, auch bei Superhelden. Mag die Sachen von Tom King total gerne, wo er sich irgendwie auf so eine Maxi-Reihe einigt, und lese die und bin dann fertig, so wenn ich das gelesen habe. Das mag ich schon sehr gerne. Ich glaube, ongoing lese ich aktuell nur Batman und Nightwing. Ich glaube, alle anderen ongoing lese ich aktuell nicht. Und das macht es mir dann in dem Moment erstmal einfacher. Ja, da habe ich ja auch versucht, meine Abos irgendwie zu sortieren und da mal was rauszustreichen. Das war auch irgendwie nicht von Erfolg gekrönt. Das war so die Sachen, die ich dann rausgestrichen habe, waren die Sachen, die dann eh schon beendet waren. Ne? Das war dann so, ja, okay, schade. Ja, hätte ich nicht streichen müssen, habe ich jetzt aber fürs gute Ja, Gefühl. so, aber zumindest steht da weniger jetzt. Ja. Ja, und auf der anderen Seite habe ich halt sowas wie Fables oder so, was ich dann schon irgendwie kaufe und lese. Aber da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Da es das Ende schon gibt, weiß ich heute schon, okay, das wären so viele Deluxe-Bände, dann bin ich damit durch. Ja. Und ich mag das Gefühl auch, dass was abgeschlossen ist. Natürlich ist es immer ein bisschen schade, wenn man das Gefühl hat, die Reihe läuft gerade echt gut. Aber andersrum, wenn ich ein rundes Erlebnis, ein rundes Leseerlebnis habe, eine tolle Geschichte bekommen habe, dann kann ich sehr gut damit leben, dass sie dann auch mal nach 6 oder 12 Heften zu Ende ist. Ja, ich da committet man sich dann halt nicht für eine lange Zeit, ne? Das ist Genau. Das kommt dann mit. Ja, und nimmt, glaube ich, für einige wird es auch den Reiz am Sammeln nehmen, so ich das beobachte. Aber ich finde das total cool, deswegen mag ich auch diese Panini Deluxe aus Collection-Ausgaben, wie auch immer sie gerade heißen. Ich weiß irgendwie, wo ich anfange, ich weiß, wo ich aufhöre. Ich habe ein bisschen Angst, ich habe jetzt die Batman-Niemandsland mit Das Beben und der Weg ins Niemandsland und sogar angefangen zu kaufen. Das fühlt sich für mich schon eigentlich nach einem zu großen Projekt an, aber mal gucken. Wobei, so viele sind es ja gar nicht, ne? Also sind die 4 Vorgängerbände, Beben und, ne, warte mal, Beben ist, waren das Ja. zwei oder drei? Eben Zwei, ne? zwei, Sind zwei, zwei. ja. Auf dem Weg ins Niemandsland waren auch zwei und dann Ja. sind es 8 oder Sieben so? oder acht? Ja. 7 oder Ja, 8? ja. Ich meine, Ja, warte mal, ich nee. gucke gerade mal. 8. Es sind 8. Okay, Ich habe ja. die auch, ja, muss ich auch nochmal weiterlesen. Ja, gut. Kann man trotzdem mal machen. Ja, Also es finden ja auch immer wieder solche Reihen den Weg zu mir. Ob es ja. jetzt Snyder's Batman ist oder so, die habe ich auch halt komplett gelesen. Aber tendenziell finde ich schöner, wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse und wenn es irgendwie limitiert ist. Ja, mich stört dann halt immer so, wenn dann Sachen da drin fehlen, ne, die eigentlich auch noch zum Run gehören, aber die hat ein anderer Autor geschrieben, zufällig mittendrin dann mal, ne? Und
die sind dann halt in so autorengebundenen Sachen dann meistens nicht drin. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist alles so ein bisschen. Deswegen habe ich ganz gerne auch mal die Hefte, ne? Und habe dann so gerade DC-seitig dann viel nochmal nachgekauft, sodass ich da auch relativ gut aufgestellt bin und kann dann da alles schön nacheinander lesen. Das finde ich, das ist mir dann persönlich dann zum Beispiel wieder wichtig, ne? Dass ich zwar ongoing habe, aber ich habe dann halt alles, was, zumindest das, was auf Deutsch raus ist. Nico, also Comic Inn wird jetzt wieder meckern, dass ich ja dann die US-Sachen nicht mitkriege, ne? Aber hey, also irgendwo ist dann auch mal eine Grenze erreicht, ne? Ja, deswegen, also ich kaufe halt auch meist dann Sachen, wenn mir der Run jetzt gerade nicht so gut gefällt, ne? Zum Beispiel habe ich dann den Spider-Man, auch wenn ich den momentan absolut katastrophal einfach finde, kaufe ich den halt weiter, ne? Weil ich, der gehört, das gehört halt zu Spider-Man irgendwie mit dazu, ne? Und ja. Ja, nee, das habe ich nicht. Aber hast du dann Leselisten irgendwie, also Lesereihenfolgelisten bei dir liegen, wo du dann sagst, okay, deutsches Heft so und so muss ich jetzt lesen, weil da ist noch das drin, oder? Also ich lese in der, also wenn ich dann wieder so einen Bereich anfange, ich bin jetzt immer noch bei der New 52 irgendwie, ich weiß auch nicht, wann ich die mal zu Ende kriege, dann gehe ich immer nach Erscheinungsreihenfolge, was nicht immer so ideal ist, weil ja manchmal kommt dann erst der Paperback irgendwie 2 Monate später, der aber vorher in dem Heft schon mal irgendwie wichtig gewesen wäre. Aber ich gehe einfach nach der Veröffentlichungsreihenfolge und glücklicherweise sind ja in den Heften immer, also ich gucke auf superheldentimeline.de. Die hatte ich hier schon mal gezeigt, als ich die Superman, Flash und so Sammlungen gezeigt hatte. Da bin ich da auch schon immer drauf eingegangen. Da gucke ich nach. Aber wenn ich jetzt hier meine Hefte und Paperbacks irgendwie zur New 52 zusammenpacke, dann gucke ich halt immer rein. Da sind ja dann immer die von dem Monat. Stehen da ja drinne, was da rauskommt. Und in der Reihenfolge lese ich sie dann halt auch, wie sie wirklich tatsächlich dann auch rausgekommen sind. Okay, ja, das macht es ja noch relativ einfach eigentlich. Ja. Also ich fange jetzt nicht an so, ja, da es spielt jetzt das, die erste Hälfte spielt eigentlich noch mal vor dem Event. Das musst du da noch mal hinpacken. Und dann der Rest, den liest du dann da hinten drinne. Und dann ist da noch mal irgendwie 2 Seiten, die dazwischen gelesen werden müssen. Nee, sorry, da den Aufwand mache ich mir dann nicht, dass ich das bereitet mir dann nicht mehr Lesevergnügen am Ende und ich komme dann auch mit dem Rückblick mal irgendwie klar, ne? Das verstehe ich dann schon. Das muss ich dann nicht ganz chronologisch lesen. Ja, genau so geht es mir auch. Also das, und das mag ich dann auch an diesen abgeschlossenen Collections so. Ich kann einfach vorne anfangen durchlesen. Wenn ich dann sonst irgendwie sehe, dass Leute sich dann wie PDF-weise Sachen zurechtbiegen, was sie wann wie lesen müssen, Ja, nee. So kompliziert mache ich es nicht. nee, das wird mir dann auch zu viel Arbeit, das Lesen. Also, ich lese ja auch immer noch zur Unterhaltung, ne? Ich Deswegen, hoffe, ja. ja, ich meine, manche studieren das ja, ne? Da muss dann jedes Heft irgendwie analysiert werden und, ne, und was hat er sich dabei jetzt gedacht und. Ja, nee. Also für mich ist wichtig, dass mich so ein Comic unterhält, dass ich den schön abends mal irgendwie im Lesesessel wegschnuckern kann, ne, und dass ich da meinen Spaß dran hatte. Und dann muss ich den auch nicht für die Ewigkeit irgendwie im Kopf behalten, ne, aber das hat mich an dem Abend hat mich das halt unterhalten. Und das ist mir so das Wichtigste dabei. Ja, kann ich absolut nachempfinden. Geht mir beim Ultimate Spider-Man ähnlich, da reden wir dann ja auch irgendwie halt in dieser Leserunde darüber und dann merkst du auch, du hast Leute dabei, die dann irgendwie jedes Panel genau untersuchen und andere, so wie ich, die sagen, ach, war tolle Popcorn-Unterhaltung, war ein bisschen wie eine Sitcom zu gucken. Klar, nicht doll, aber dafür reicht es und jetzt kann ich auch ins Bett gehen. So, aber ist ja cool, so da findet jeder was, was ihm besonders viel Spaß macht, ja. Richtig. Ja, kann ja jeder aus dem Grund Comics lesen, den er möchte, ne? Da ist ja jeder frei. So, also. Das passt schon. So, jetzt gucken wir nochmal eben kurz in den Chat. Andys Comicbude kann auch leider nicht so gut freisprechen, nehme ich mal an. Deshalb macht er auch kaum noch Einzelreviews. Ja, da bereite ich mir persönlich halt Skripte vor. Und habe so einen kleinen Teleprompter an meiner Kamera hier und dann kann ich das schön ablesen und hoffe, dass man das inzwischen nicht mehr so merkt wie am Anfang.
dass ich das ablese. aber es schafft für mich halt mehr Sicherheit und ein flüssigeres Sprechen, als wenn ich dann da so, während ich den Review einspreche, dann auch noch überlegen muss, was ich denn jetzt gerade sagen will. Und so irgendwie ein Zettel mit Stichworten, das habe ich auch nicht drauf. Das, wenn Andreas das kann, mit Stichworten arbeiten, dann ist das schön. Gibt ja auch so Leute, die können dann einfach frei, ne, dann sprechen die das so runter und dann ist da auch alles drin. Ich meine, vielleicht würden es andere nicht mal so merken, wenn ich dann auf Sachen nicht eingehe, aber ich merke es dann halt für mich und das finde ich dann, das stellt mich dann nicht so zufrieden am Ende. Ja, das Letzteres ist es vor allem, ne? Es weiß ja keiner, was du in deinem Kopf hast und was dir total wichtig ist, unterzubringen. Aber man selber muss ja am Ende mit dem zufrieden sein, was man da rauspustet. Denn am Ende steht es ja auch im Internet, muss man ja auch einfach mal so sagen. Und jeder kann sich es angucken, jeder kann es bewerten und jeder bewertet es, der es sieht. Ja. Auch wenn es gar nicht gewollt ist. Ja, Das bewertet genau. man ja. Aber das ist halt Tja. das ist die Downside von dem, was wir hier machen. So. Ja. Jeder da draußen kann sich ein Bild von dem machen, was wir da so rauspusten. Und macht das auch. Und dann muss man ja wenigstens selber zufrieden sein mit dem, was man da reinstellt. Genau. Ich meine, klar kann jeder irgendwie seine eigene Meinung haben. Ist ja auch gar kein Problem, ne? Wenn man das anders sieht, wenn der eine das mag, der andere mag das nicht. Ne? Wie so ein Hickman, X-Men Run vielleicht. Ja, den mag ja jeder. Wir müssen ja irgendein anderes Beispiel finden, glaube Weiß gar nicht. Wer. Ja, oder Grant Morrison, wo ich ja immer auf Unverständnis stoße, dass ich den nicht mag. Oder nicht alles zumindest. Also manche Bitte, Sachen ich mag glaube, ich ja es war ein durchaus. Ruckler in der Leitung. Ich habe heute einen schwierigen Gesprächspartner hier. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich werde deine Seite verpixeln und noch ein Ich weiß auch nicht, Stimmfilter was da drüber legen. passiert ist, ja. Der anonyme Gast hier. Hinter der Milchglaswand. Und hier ist ihr Herzblatt. Ja, nee, ich lasse die Leute dann raten, wer das wohl gewesen sein könnte. Ah, da kommen die nicht drauf. So, ich guck mal noch mal. Sascha kann sich Superhelden irgendwie auch seit Jahren nicht mehr geben, schafft das nicht zu Ende zu lesen, da es meistens immer derselbe Quatsch ist, aber meine nicht damit, dass ich diese Sparte runterrede, aber ich kann mich daran leider nicht mehr begeistern. Ja, ist vollkommen okay. Ne? Also gibt ja auch genug andere Verlage, die da anderes Zeug rausbringen, die auch Aufmerksamkeit brauchen. Ich meine, grundsätzlich kann man ja sowieso überall reinschauen. Und ich habe völliges Verständnis, wenn Leute halt für das ein oder andere Thema kein Interesse haben. Das ist ja auch Ja, super. Superhelden wiederholt sich auch immer wieder. Das ist Ja. nicht wegzudiskutieren. So. Ich meine, guck mal, die viele Sachen, die laufen halt seit 70, 80 Jahren, ne? Was willst du da jedes Mal das Rad neu erfinden können? Das ist ja einfach so. Batman hat halt mit Mitte 40 schon 500 Mal Weihnachten gerettet. Das muss man akzeptieren. Ja. Muss ich dann eigentlich vielleicht noch mal ein Weihnachtsspecial machen, ne? Wo dann die schönsten Weihnachtsgeschichten dann vom Punisher und Batman Ja. noch mal Und wie alt die rüberkommen. eigentlich wären, wenn die schon so viele Weihnachten mitgemacht haben, ja. Ja, gut, dass sie nicht unbedingt zeitgemäß altern, aber das wäre natürlich auch komisch, ne? Wenn Batman jetzt, der wäre halt schon einfach verstorben seitdem, ne? Das Ja, war ja schon macht man mal. sich Ist nichts ja vor. kein Ding, ja. Alles Klone. Ne? Alle in der Lazarusgrube schon gewesen. Ah, Sascha, okay, ich habe es mal in der Liste. Achso, da geht es, glaube ich, noch um die Turtles. Das brauchen wir dann jetzt nicht nochmal vorlesen. Sind sich alle einig, dass Human Target von Tom King großartig ist? Ja, finde ich natürlich auch. Ach, guck an, da sind wir uns ja doch einig. Ja, ich mag aber auch nicht alles von Tom King. Nee, ich auch nicht. Aber Human Target war tatsächlich ziemlich gut. Auch vom Artwork her fand ich das auch sehr nice.
Weil es halt so diesen 60er Jahre Werbeplakat-Style irgendwie hatte, ne? Ja. Das fand ich schon ziemlich cool. Und da halt auch mal eine andere Geschichte. Das war, glaube ich, auch ein ziemliches Experiment von Panini, dass die das rausgebracht haben. Meinst du? Ja, es ist halt schon ein bisschen ab vom Superheldenstandard, ne? Da sind dann zwar so die am Rande auch nochmal irgendwie aufgetaucht, aber erstmal ist es ja mehr so ein bisschen Krimi gewesen. Und dass Ja, der. aber Strange Adventures von Tom King, also vorher im selben Format gebracht, Mr. Miracle haben sie gebracht. Also ich glaube, die haben schon gelernt, dass diese Maxi-Serien von ihm schon gut laufen. Also. Ja, wobei ich, es war, glaube ich, im Panini-Fanforum, da wurde auch drüber gesprochen, ob noch so die ein oder andere Sache noch rauskommt. Und da haben die sich halt dahingehend geäußert, dass das schon so ein bisschen experimenteller war, dass die die Ah, okay. Sachen veröffentlicht haben und dann andere Sachen dann halt eher nicht kommen werden. Ich hatte ja gehofft, Ja, dass sie ist sein halt immer ein Gotham bisschen Year schwierig. One noch bringen, aber das ist ja bisher auch noch nicht angekündigt. Dann Ja, wird doch mal auch schauen, was komisch. da noch so wo alles kommt. Ja. Ja, es hat zwei Paperbacks, hast du auch schon geantwortet im Chat. Sascha tut sich mit Paperbacks schwer. Inwiefern? Magst du lieber Hardcover oder woran liegt's genau? Also, ich gehe jetzt mal fast davon aus, dass du Hardcover magst, ne? Weil wenn du ja schon keine Superhelden liest, dann wirst du ja selten auch hier in Deutschland in Berührung mit Heften kommen. Außer Mickey Mouse vielleicht. Wobei das ja auch alles nur noch Yps mit Gimmick ist, was man da am Kiosk kriegt. Aber das würde mich jetzt tatsächlich nochmal interessieren, was da bei Paperbacks dein Problem ist. Ja, sonst So, kriegst du auch Bookmapping. eins bei Hardcover-Coverbänden. Ja, wobei es gibt halt nicht alles als Hardcover, ne? Ja, ich glaube, die Human Target haben sie doch rausgebracht, oder? Das mag sein. Ah. Ja, genau, Hardcover wegen Sammeln und Paper Gips gebe ich nicht so gern Kohle aus. Okay. Da mache ich es eigentlich genau umgekehrt, dass ich, wenn Sachen im Paperback kommen, dann nehme ich auch meistens das Paperback, weil ich es halt für die Geschichte lese und nicht, weil Hardcover kostet halt einfach unnötig viel mehr Geld. Und ich will ja den Inhalt. Deswegen bin ich da eher auf der Seite des jeweils günstigeren. Ob es dann ein Heft ist oder ein Paperback, das reicht für mich. Und da gehen auch mehr von ins Regal, weil dann nicht dieser dicke Einband noch drum ist. Ich bin komplett bei dir. Also ich hole dann auch immer das Paperback. Was ich zuletzt geupgradet habe, waren die Jason Aaron Thor-Reihe von Paperback auf Hardcover. Was aber nur daran lag, dass ich die so gerne mag, dass ich wusste, ich werde die noch 10-mal lesen. Und Paperback sieht nach 3-mal lesen ja schon auch genauso aus, als hätte man es Was dreimal machst du gelesen. denn da beim Lesen? Liest du sehr wild? Nö, aber ich verleide ja auch, weißt Achso, ja, das wird es dann sein. Ja. Wenn da unterschiedliche Leute gelesen haben. Erstmal so, ja, erstmal schön den Rücken brechen. Nein, Oh, so so, schlimm ist es schön nicht. auf dem Tisch schön glatt streichen, damit auch mir das so liegen Ja. bleibt. Nein, so schlimm sieht es nie aus, aber die Ecken und so sind ja schon recht empfindlich von den Dingern. Ja. Ja, es kommt halt auch immer drauf an, wie man die transportiert, ne? Ich habe dann auch mal so bei ein, zwei Sachen auch mal den Fehler gehabt und gemacht und die irgendwie im Rucksack gehabt. Und da hast du dann halt natürlich schnell Macken drin, ne? Boah, Aber, ja. das Schlimmste, was mir passiert ist, ich habe hinten eins aufs Auto, auf den Rücksitz gelegt und musste natürlich bei der Fahrt komplett bremsen und das Ding ist einmal komplett durchs Auto geflogen. Ja, das hatte sich dann danach, dann das Papier konntest du gut knicken Das danach. Letzte, was hier durch den Kopf gegangen ist. Ja. Human Target, ja. Ja, Naja. ja. Ja, nicht so schön. Ich habe meinen neuen, den He-Man Omnibus, den hier die Giganten des Universums von der Retro-Fabrik, den ersten, genau, wo ich den damals gekauft habe, bin ich nach Hause mit dem Ding, will ihn ins Regal legen und hau einfach vorne Regalkante und hab direkt eine fette Macke im Einband drinne. Das war natürlich unschön. Das war sehr ärgerlich. Und da waren die dann halt auch schon ausverkauft direkt natürlich. Sowas ist dann uncool. Aber ich meine, ich bin jetzt auch trotzdem nicht so der Wahnsinns-Zustandsfetischist, ne, bei meinen Sachen. Wenn ich auch mal gebraucht kaufe oder so, dann, wenn da eine Ecke dran ist oder so, ja.
Ja, also passiert. ich, gerade wenn ich gebraucht kaufe, da kaufe ich ja viel, um es zu lesen. Nicht um zu gucken, in welchem ist es noch Z0-Zustand. So. Ja. Und daher habe ich da auch keinen großen Stress mit. So. Das sind Geschichten, die sollten gelesen und erlebt werden. Und so betrachte ich das meist, ja. Ja, dann kommen die Leute auch mal, ja, Zustand Z0 bis 1, ne, erste Auflage, bitte mal 80 € für den Band. Ja, nein. Dann gib mir lieber eine kleine Macke und einen vernünftigen Preis. Ja. Ne, dann nehme ich es auch mit. Also solange die Dinger nicht irgendwie total zerfleddert sind und die Seiten rausfallen, ja, Ja, Herrgott, ne? genau. Ich muss nicht sehen, was er getrunken hat, während er gelesen hat. Das fände ich Ja. unangenehm. Oder wenn da noch so ein Stück Pizza drin liegt, irgendwie, oder Schokolade. Oh, mein Lesezeichen. Ja. Ja, genau. Oh, Martin, er ist der Kopf von Sherlock Holmes einmal auf den Boden gefallen. Ah. Da hat sich Sherlock bestimmt geärgert. Ja, er hat geschrien vor Schmerz. Nicht so schön. Nee, ist unangenehm, wenn Köpfe auf Boden fallen. Ja. Mir ist Ach, das guck bisher mal. nur mit meinem passiert, aber. Ja, ich hoffe nicht zu hart. Man merkt es heute noch, andere Geschichte. Damals beim handwerklichen Beruf, ne? Nachdem dir dein Chef dann gesagt hat, Andreas, denk doch noch mal drüber nach, ob das hier so das Richtige für dich ist. Ja, sind die Schrauben fest? Ja. Ja, uncool. Schön. Guck mal. Also wenn man da so ein bisschen flüssiger durch den Chat durchgeht, dann geht es ja sogar noch. Dann kommt man auch noch ganz gut klar. Ja, müssen wir dir doch noch eine AI organisieren, die das für dich macht. Ja. Oder ich brauche hier so einen Moderator, der mir das dann immer Zettelchen rüberreicht. Oder ich muss mir einen Praktikanten anstellen. Der sitzt dann neben mir und guckt nur auf den Chat und dann gibt er mir immer Post-its, klebt er mir dann hier an den Monitor. Ja, das Praktikanten sind auch eine Lösung für sehr vieles, habe ich mal irgendwann gelernt, ja. Roter Kater schreibt gerade noch: Paperback für die Badewanne, HC fürs Regal. Um Gottes Willen. Also tatsächlich kann ich auch nicht nachvollziehen, wie Leute in der Badewanne lesen, weil ich habe da in der Regel nasse Hände. Also ich. Ja, also mir ist schon das Konzept Schwierig. Baden, finde ich schon komisch. Das ist entspannt. Ja, vielleicht. Nee, kann ich auch nicht nach. Also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt lesen. Ich finde, Wasser und Bücher sind zwei Dinge, die getrennt gehören. Also das. Ja, also du bist dann eher Team Wasserschlauch im Garten Ja, abspritzen einmal im oder Jahr was? kurz vor Weihnachten wird Kalt. sich halt gewaschen. Und den Rest des Jahres vor die Wand springen, ja. Ja, beim Podcast ist es ja halt auch nicht so schlimm, ne? Da sieht man nichts und riecht nichts. Also ist ja super, da kann man. Und dank Homeoffice ist das mit den Arbeitskollegen auch geklärt, also. Ja. Bis Teams und Zoom irgendwann mal die Geruchsfunktion kriegen, dann muss man Ah, auch wieder ein bitte bisschen nicht, aufpassen. ja. Sonst immer, mach doch mal die Kamera an. Nein. Sorry, aber ich bin gerade erst aufgestanden und sehe auch so aus. Ja. Ja, und Martin R. hatte dann nach dem Sturz des Sherlock Holmes leichte Knicke an den Kanten. Ja, das ist natürlich Ja. unschön, aber noch zu verkraften wahrscheinlich. Wenn es nicht hinten auf den Buchrücken fällt und da der Knick ist, dann sieht man es im Regal ja eh nicht. Ja, eben, genau. Das, Hauptsache schöner Buchrücken. Ja, alles andere Stellst du davor. manchmal so Cover davor, also dass du so einzelne rausstellst, dass man das Nee, da habe Cover ich. sehen kann? Nee. Ich bin dann nicht so fancy unterwegs. Also ich habe die Sachen halt zum Lesen und nicht als Deko. Machst du Ja, ich bin das? auch. Nee, ich Hast du bin der dann immer. funktionale Typ. Ja, wenn ich vielleicht so gegradete Sachen irgendwie hätte, ne? Die da in Plastik eingebastelt sind. Oh, jetzt oh, mit Whiteboard hinten noch am. Aha. Weißt du? So, ne? Also, Ja. fancy ist da nichts. Also, ich allerhöchstens. Aber auch da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ja, auf jeden Fall ist ein Weihnachtspullover fancy, Ritter. Ja, das nur für dich angezogen. Danke, Und für die Zuschauer. das weiß ich zu schätzen und die Zuschauer sicherlich auch. Nee, ich habe auch alles an Deko, so diese ganzen Funkos und sowas, die habe ich auch aus dem Regal irgendwann rausgenommen,
weil das noch so ein lebendes Gebilde ist irgendwie. Und man da reinräumt und dann wieder noch was dazwischen stellt, weil dann der nächste Band von irgendwas rausgekommen ist und dann ist immer alles im Weg und dann musst du das erstmal hin und her stellen. Deswegen habe ich da alles rausgenommen und da kommt auch nichts mehr rein. Das muss einfach nicht sein. Und bei dem Kallax jetzt zum Beispiel, da habe ich die Comics halt auch vorne an der vorderen Kante stehen, ne? Das hätte ich nicht anders gemacht, wahrscheinlich. Nee, doch, das. So ein paar Figuren dazwischen reicht mir schon. Ja, die habe ich dann auch meistens eher draufstehen, so wie bei dir da jetzt im Hintergrund. Die Zuschauer sehen es jetzt gerade nicht, weil Ah. das Bild da schon abgeschnitten ist, aber ich sehe Da war auch, ja, da war auf auch gerade deinem der kleinen Schrank leer. Regal sehe ich ja noch hier Wolverine und Rogue, die oben auf dem Regal stehen und habe ich dann auch meistens eher auf dem Regal dann nochmal so ein paar Figürchen. Ja, genau, Drüben das, zumindest. ja, ich habe mal. Ja, genau, jetzt sehen Sie es. Ja. Genau. Ja, so ein paar Figuren finde ich auch ganz schön. Aber auch dafür ist irgendwann kein Platz mehr. Das ist ähnlich wie bei dir mit den Funkos und den Aufsätzen. Irgendwann muss man Ja, sich die sind Gedanken ja. machen. Ja. Was ist wichtiger, Figuren oder was zu lesen? Und ich kann dir die Antwort bei mir sagen, es wird was zu lesen. Krass. Ja. Ich meine, sonst, wenn alle Stricke reißen, dann könnte man sich ja vielleicht auch noch mal überwinden und digital lesen. Wie ist da deine Meinung zu die digitalen Comics? Nutze ich hauptsächlich für Recherchezwecke, also Dinge, die ich nicht habe, wenn ich nochmal was nachlesen möchte, wenn ich was vorbereite oder neue US-Sachen, die wir manchmal besprechen, die kaufe ich mir nicht als Heftform, sondern die hole ich mir dann digital, lese so die ersten ein, zwei Hefte, damit ich drüber sprechen kann. Aber ich bin den ganzen Tag vor dem Rechner, ich gucke den ganzen Tag auf Bildschirme. Für mich ist Comics lesen das abends, was bitte analog stattfindet. Kurz vorm Schlafen gehen mache ich das meist, das ist so das Letzte. Dann wird auch das Handy weggelegt, und dann lese ich halt noch was Analoges, ja. Finde ich auch charmanter irgendwie. Ich habe es jetzt nur mal im Urlaub gemacht, dass ich auf mein iPad irgendwie ein paar Comics draufgeladen habe, damit ich da auch was zu lesen habe. Weil jetzt einen Kofferraum nochmal vollpacken mit Comics wollte ich dann auch nicht. Ja. Ne? Und da habe ich dann auch, gab es dann 30 Tage Probezeit bei Kindle Unlimited oder Kindle oder wie auch immer man es ausspricht. Und die hatten dann halt da auch einiges an Manga und Comics. Dann habe ich das dann dafür mal genutzt. Und so konnte man den Urlaub ganz gut rumbringen. Aber Ja. ansonsten Also dafür ist mache ich halt. auch Urlaub, finde ich einen guten Punkt. Ja. Marvel Unlimited habe ich auch so ein Abo, und kann dann da halt so viel lesen, wie ich will. Ja, Ja, ganz angenehm. hab ich auch mal ein Jahr gehabt. Habe ich dann aber noch nicht weitergemacht, weil ich einfach auf Papier noch so viel habe, was ich lesen muss. Wenn ich dann noch anfange, so irgendwelche Sachen nebenbei per Flatrate zu lesen, ja, dann werde ich niemals glücklich und fertig. Ja, also bei mir waren es auch wenig Sachen so. Chip Zdarsky's Daredevil habe ich dann damit gelesen. Ja, ich auch. Und, ne, und war dann so angefixt, dann wollte ich es halt auch weiterlesen. So, da war ich sehr dankbar darum. Ich habe mir ein paar Star Wars Sachen reingelesen. Das habe ich bisher komplett geschnitten. Da werden wir demnächst so mal die ersten Star Wars Sachen anfangen, einfach weil ich kein neues Franchise aufmachen wollte. Nicht, weil ich es uninteressant finden würde, ich finde es viel zu interessant. Dass mir klar war, wenn ich da anfange, auch noch zu lesen und zu sammeln, dann muss ich doch noch ein Haus kaufen. Dann reicht das eine nicht. Ja, und dafür finde ich das ganz cool. Einfach mal reinlesen, mal reingucken. Wenn es Referenzen gibt, hey, findest du in Heft so und so, dann kannst du da vielleicht nochmal gucken und gucken, wie wichtig das wirklich war, die Referenz. Ja, da ist Emo bei uns aber derjenige, der deutlich, also der fast nur noch digital liest. Gut, ich meine, da muss man sich ja irgendwann mal platztechnisch dann vielleicht auch entscheiden. Ne? Ich habe halt immer so ein bisschen die Sorge, dass die Sachen dann irgendwann mal weg sind, weil der Anbieter dann nicht mehr da ist, ne? Oder die Sachen aus dem Programm genommen hat. Vor allen Dingen, wenn man die gekauft hat. Ich meine, klar, wenn du jetzt so eine Flatrate hast wie Marvel Unlimited, dann gut, dann ist das halt so, ne? Aber wenn du tatsächlich gekauft hast, pff, oder der Rechner schmiert dir dann mal ab und dann sind deine Dateien weg.
finde ich immer ein bisschen schwierig, da man ja nur noch Nutzungsrechte kauft heutzutage, ne, und nichts mehr hat. Ja, nicht komplett. Also ich habe sonst meist auch mit Software und DRM gekauft. Also ich konnte mir die Dateien runterladen. Habe jetzt zu Hause NAS bei mir im Netzwerk, da schiebe ich die dann einfach halt hin. Da sind die erstmal gesichert. Oder man nutzt halt sowas wie Humble Bundle. Ich glaube, die haben aktuell noch dieses Hellboy Bundle im Angebot. Ein Riesenpaket. Da kriegst du die ja auch alle zum Runterladen. Dann lade ich die runter, schiebe die dahin, dann habe ich die erstmal. Ja. Aber klar, ich versuche jetzt auch nicht irgendwo zu kaufen, wo ich wirklich nur, du kannst es nur über die Kindle-App lesen, hast nur die Leserechte daran und im Zweifel nimmst du dir das in 3 Jahren wieder weg. Da schmeiße ich auch kein Geld hin. Ja, Humble Bundle, da habe ich mal, da gab es mal so ein Image-Paket auch, wo Savage Dragon, Spawn, die ganzen Origins-Bände irgendwie drin waren. Das habe ich auch mitgenommen, weil das war sehr günstig. Lese aber dann trotzdem auf Deutsch irgendwie. Aber zu dem Zeitpunkt war das interessant. Dann muss ich auch noch mal, wollte ich den Savage Dragon noch mal vergleichen jetzt mit dem Zauberstern, weil mir gefällt das Format einfach so gar nicht. Das hier. Hab ich noch Aufkleber, ja. Ja. Ich muss noch lesen. Ich finde das Format auch eher nicht gelungen bisher. Also ich habe noch nicht gelesen, aber stellt es mir viel ungemütlich zum Lesen vor. Ja, es ist. Mal gucken. Mir ist da schon jemand entfolgt, glaube ich, deswegen, weil ich mich über das Format aufgeregt habe. Weil ich habe halt gesagt, das ist halt, weil das so groß ist und soft, ne? Es ist halt weich. Dann, wenn ich das auf der Hand liegen habe, ich habe ja halt, ich habe, wenn ich lese, habe ich die Sachen meistens auf einer Hand liegen, wenn ich auf meinem Sessel sitze, ne? Mit der anderen blätter ich dann um oder habe die halt irgendwo locker rumliegen, ne? Und da muss ich halt die ganze Zeit irgendwie stabilisieren, weil natürlich die großen Seiten dann an beiden Seiten irgendwie runterklappen. Und dann sehe ich halt nicht alles. Und das finde ich da halt sehr unbequem und unschön. Wenn ich ein Hardcover habe, ne, wie bei den Black Label Sachen zum Beispiel, die ja auch so eine Größe haben, das ist ja dann kein Thema, weil die stabil sind. Aber da bei dem Format, oh, dann bist du nur am Umlagern und brauchst beide Hände die ganze Zeit. Das ist dann für mich kein bequemes Lesen mehr. Und ich lese auch nicht gerne irgendwie am Tisch, wo ich das dann hinlege. Das hat so Fernsehzeitungs-Style irgendwie. Ja, kann ich komplett nachempfinden. Ich habe auch so einen Lesesessel, wo ich drin sitze. Das ist auch kein Tisch. Und ich lese dann ähnlich wie du, wahrscheinlich in einer ähnlichen Position, ja. Und da kann ich mir das auch noch schwer vorstellen. Daher liegt es hier auch noch. Und ich habe es noch nicht gelesen. Naja, ich werde aber noch. Bin gespannt. Wobei ich halt einfach total glücklich darüber bin, dass das irgendwie Savage Dragon auf Deutsch rauskommt, ne, weil da habe ich auch schon die ein oder andere Diskussion mit Emu irgendwie gehabt, ne, weil immer wenn irgendwer irgendwo was von Savage Dragon gepostet habe, habe ich dann ein, zwei Mal dann auch kommentiert, oh, das hätte ich gerne auf Deutsch, ne? Und dann kam ja, ja, das kommt nie, das lohnt sich irgendwie gar nicht und so, ne? Und dann kam es jetzt doch und halt in diesem Format und ich hätte es halt echt super gerne in dem gleichen Format, vielleicht wie Invincible oder so gehabt bei CrossCult. Das hätte ich gut gefunden. Aber naja, jetzt ist es halt erstmal so, da sind fünf Hefte drinne, ne? Fünf Originalhefte. Ich weiß nicht, ob es bei der Menge bleibt, aber einfach bei 268 oder so Ausgaben im Original. Brauchst du halt jetzt erstmal beim Zwei-Monats-Rhythmus bist du halt 8,5 Jahre dran, ne? Bis du dann auf dem jetzigen Stand bist. Und wird es Zauberstern-Comics so lange geben? Oder wird die Lizenz so lange laufen? Ne? Das ist dann halt so die Frage. Und bei einem Omnibus oder einem dickeren Paperback hättest du halt schon das zügiger rausbringen können und jetzt mehr Sicherheit für Verlag und für die Käufer dann auch gehabt, ne? Ja, bestimmt. Ich denke, die werden sich da gut Gedanken gemacht haben. Also ich habe es mir auch gekauft. Ich fand das. Savage Dragon wäre jetzt nicht die erste Reihe, wo ich sage, die brauche ich unbedingt. Wollte aber natürlich das Signal schicken, hey, versucht es, macht damit weiter. Und das ist der Grund, warum ich es hauptsächlich mitgenommen habe. Und jetzt, wo ich es habe, werde ich es auch lesen. Und hoffe, dass der Verlag da so weitsichtig war und sich eine gute Kalkulation aufgestellt hat. Ja, Weil, zu hoffen ist es natürlich. ja, weil das ist das Ärgerlichste als deutscher Leser, das haben wir ja auch bei Panini oder so. Dann wird was abgebrochen, geht nicht weiter. Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, letzte Paperback nie auf Deutsch erschienen. Es mag Ja. da bestimmt gute Gründe für geben, aus unternehmerischer Sicht, aber aus Lesersicht muss man halt sagen, ist halt total ärgerlich, ne? Ja, also ich meine, ja, klar haben sich die Sachen dann vielleicht nicht verkauft, aber ich.
würde mir schon wünschen, dass wenn ich eine Serie anfange, dass ich die dann auch abschließe. Wenn es jetzt nicht irgendwas ist, was noch 1000 Jahre läuft oder so, ne? Wenn es absehbar ist. Gibt es ja genug Beispiele. Ne? Hier Gwenpool, wo dann halt drei Bände rausgekommen sind und zwei Bände dann nicht mehr. Aber dann kam die Nachfolgereihe. Wie so, ja, warum? Ne? Also das sind dann halt so auch so Sachen. Ne? Oder was war, wie heißt das Ding? East of West? Glaube ich, irgendwie, wo auch halt nur drei, glaube ich, rausgekommen sind. Oder zwei sogar nur. Auch Ja, nicht zu genau. Ende gegangen. Na, und dann siehst du das, oh, das klingt interessant. Vielleicht kaufe ich das mal und dann stellst du fest, oh, das ist nie beendet worden, das ist abgebrochen worden. Ja, und dann kaufst du das dann halt auch nicht, ne? Oder hast irgendwie was mit offenem Ende. Ist auch Ja. doof. Und auf der anderen Seite halt auch ein schweres Thema, weil wenn man dann nie startet, dann sagt Panini natürlich auch, hey, es wird nie gekauft. Wir werden es niemals beenden. Ja. Auf jeden Fall eine Zwickmühle, in der wir uns da befinden, ja. Auch Ist als richtig. Leser, genauso wie als Verlag, ja. Ja, es hast du halt viel auch dann, wenn bei den Leuten, die zum Beispiel, wenn Heft rein rauskommen, dann sagen, ich warte auf den Paperback. Ne, kann dann halt auch gerne dafür sorgen, dass dann nie ein Paperback kommt, weil die Hefter sich nicht verkauft haben. Wir haben noch einen Neuzugang jetzt wieder kurz vor Feierabend. Skynight ist jetzt auch noch erschienen. Hallöchen. Moin, schreibt Willkommen. er. Willkommen und auf Wiedersehen quasi. wir knabbern nämlich jetzt gerade schon wieder knapp an den 2 Stunden. Ja, guck mal, dann Zähne Deswegen, putzen, also. pullern, ab ins Bett, wie Mokato sagen, wa? Im Chat ist jetzt halt auch schon Ruhe eingekehrt. Langsam sind zwar immer noch viele Leute da. Tja, Skynight, weiß ich nicht, warum du immer zu spät kommst. Das musst du dich fragen, nicht uns. Das ist vielleicht dann deine Zeiteinteilung oder ich weiß nicht. Also merk dir das, 18 Uhr geht es immer los. Und dann ungefähr immer bis 20 Uhr, damit die Zuschauer dann nahtlos rüber zu Team Comics Fan 86 können, wenn sie möchten. Andreas. Dann vielen lieben Dank, dass du Zeit hattest heute und Vielen, vielen Dank für die Einladung. sehr gerne mitgeplaudert hast auch. Wir können das gerne wiederholen zum anderen Zeitpunkt mal. Ne? Also suche ja immer wieder Leute und dann quatschen wir vielleicht auch noch mal wieder über andere Themen. Vielleicht fällt uns da noch was ein. Für Themenvorschläge bin ich natürlich auch immer offen seitens der Gäste oder seitens des Chats. Ne? Ja. Wenn du Wir da können was ja über hast, dann. X-Men reden, von Hickman zum Beispiel. Super. Also, da kann ich viel zu sagen. Na, ich hab's nicht so früh abgebrochen. Also, ich habe Hoxpox habe ich gelesen und auch bis zu diesem X of Swords Ding habe ich das auch gelesen. Ja, und dann hatte ich hinterher harte Flashbacks, als ich dann noch Decorum mal gelesen habe, weil das halt auch diese komischen Zwischenseiten immer mit den Boah, war das blöden gut, Texten ey. und was für ein furchtbares Zeug. Da ist ja erstmal nur deine Meinung, aber das Ja, vertiefen wir dann einfach beim nächsten natürlich. Mal, Ja, richtig. Das machen wir dann live unter 4 Augen. So, wir ja. müssen. Kommt zwischendurch Testbild und Werbung wird eingespielt. Aber guter Formatname, live unter 4 Augen, finde ich gut. Also das. Ja, ich bleibe erstmal bei SheNerd. Ich glaube, das ist Ja. auch ganz gut. Ja, dann, wenn ihr wieder aufnehmt, ne, oder am Wochenende, schöne Grüße ans Team. Jawohl. Sprich gerne mal mit dem Mattes. Mache ich. Ich werde mich auf jeden Fall dann nochmal bei ihm melden. Vielleicht findet er ja auch Zeit, wäre super. Und Mit Sicherheit. ansonsten wünsche ich dir schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr hören. Dir auch und euch da draußen auch, die zuhören Genau, und natürlich zugucken. an den Chat auch. Ich werde jetzt vorher, glaube ich, den nächsten Livestream. Ich muss mal gucken, ob ich zwischen den Feiertagen da jemanden finde oder ob alle betrunken und vollgefressen von Weihnachten noch irgendwie rumliegen. Im Food-Koma. Oder ob da was passieren wird oder ob wir erst im neuen Jahr wieder starten. Mal schauen. Ich überlege mir das mal. Ich muss da meine Fühler ausstrecken für. Ja, ansonsten wieder vielen Dank für die rege Teilnahme, fürs viele Zuschauen.
Und ihr habt hoffentlich auch alle ein Abo dagelassen, wenn das noch nicht der Fall war. Dann sind natürlich Kommentare unterm Video hinterher und Daumen gerne gesehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.